Sehr geehrter Herr Premierminister, lieber Dani, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich bin ganz überwältigt von dem Andrang heute Abend und der gewaltigen Resonanz auf diese Konferenz und gleichzeitig kann ich es gut verstehen und finde ich es gut, weil wir heute und morgen eine Frage diskutieren, die an den Nerv nicht nur der griechischen Gesellschaft geht, sondern der Europäischen Union. Und über Griechenland zu sprechen, heißt heute über Europa zu sprechen. Aktueller könnte diese Veranstaltung kaum sein, während die griechische Regierung mit den europäischen Banken über einen Schuldenschnitt verhandelt in einer zweiten Runde, als Voraussetzung für die nächste Kredittranche der Europäischen Union an Griechenland und immer noch das Damoklesschwert im Raum steht, dass Griechenland in einen unkontrollierten Staatsbankrott stürzt und aus der Eurozone ausscheiden muss. Wir wollen uns aber auf dieser Konferenz nicht nur mit der aktuellen Oberfläche der Krise befassen, sondern sowohl mit ihren Ursachen in Griechenland, aber auch in der europäischen Politik gegenüber Griechenland und vor allem natürlich mit der Frage, ob es Alternativen gibt zum jetzigen Sanierungsregime. Griechenland befindet sich heute in der schwersten Krise seit den Jahren der Diktatur von 1967 bis 1974. Das Land ist dabei, in eine doppelte Depression zu stürzen, eine wirtschaftliche und eine psychologische Depression. Es ist in Deutschland fast Mode geworden, verächtlich von Griechenland zu sprechen, über das süße Leben auf Pump, den griechischen Schlendrian, überbordenden Bürokratismus und vermeintlich üppige Sozialleistungen. Dabei ist von Berlin oder Brüssel aus kaum zu ermessen, welche verzweifelten Anstrengungen das Land unternimmt, um das Sparpaket von Europäischer Zentralbank, Internationalen Währungsfonds und Europäischer Kommission umzusetzen. Einschneidende Kürzungen von öffentlichen Leistungen und Gehältern, Rentenkürzungen sowie Steuer- und Abgabenerhöhungen haben den Lebensstandard breiter Schichten bereits drastisch gesenkt. Ob eine solche soziale Rosskur in Deutschland akzeptiert würde, ist alles andere als ausgemacht. Parallel versucht die griechische Regierung, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft mittels Eingriffen in die Tarifautonomie und massiven Lohnsenkungen zu verbessern. Die Arbeitslosigkeit, vor allem unter jungen Leuten, steigt sprunghaft, ebenso die Zahl der Insolvenzen. Dem Land droht eine Spirale nach unten, Rückgang der Wirtschaftstätigkeit, sinkende Einkommen, neue Steuerausfälle, neue Haushaltsdefizite und weitere Kürzungen bilden einen Teufelskreis. Immer mehr junge Leute packen die Koffer und suchen ihr Heil in der Emigration, weil sie im eigenen Land keine Perspektive mehr sehen. Viele der unter dem Druck der Krise begonnenen Maßnahmen mögen notwendig und sinnvoll sein. Die Diskrepanz zwischen Staatseinnahmen und Ausgaben hat jedes akzeptable Maß überschritten. Die öffentliche Verwaltung in Griechenland ist fragmentiert und ineffektiv. Die Selbstprivilegierung gut organisierter Interessengruppen muss ebenso geknackt werden wie die zahlreichen Monopole und Kartelle. Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit müssen dringend gesteigert werden, um das horrende Außenhandelsdefizit abzubauen. Allerdings führen der enorme Zeitdruck, unter dem das staatliche Defizit reduziert werden soll, sowie die fast ausschließliche Fixierung auf die Reaktion der Finanzmärkte zur Dominanz kurzfristiger Maßnahmen, die wenig bis gar nichts an den Ursachen der Misere ändern.
Von der Mehrheit der Bevölkerung werden sie als ungerecht empfunden. Schlimmer noch, sie verschärfen die Fragmentierung der Gesellschaft. Der ohnehin fragile soziale Zusammenhalt droht sich vollends aufzulösen. Das von der EU und den internationalen Kreditgebern verordnete Sanierungsprogramm ist einseitig auf die Kürzung von Ausgaben ausgerichtet. Es fehlt fast jeder Impuls zur Stärkung der Wachstumskräfte, der eine mittel- und langfristige Perspektive eröffnen könnte. Eine bloße Schrumpfkur führt nicht aus der Depression heraus, sondern noch tiefer in sie hinein. Ausgangspunkt unserer Konferenz ist die Solidarität mit Griechenland. Was dort geschieht, lässt uns nicht unberührt. Es geht uns an. Wir wollen mehr über die soziale, politische und geistige Situation des Landes wissen. Und wir wollen Alternativen, vielleicht auch nur Korrekturen zur aktuellen Krisenpolitik diskutieren, die gerechter und zielführender sind. Wir sind uns wohl bewusst, dass Deutschland eine besondere Verantwortung gegenüber Griechenland hat, die uns aus der deutschen Kriegs- und Besatzungspolitik erwächst. Die Grünen, wie die meisten anderen Parteien des Bundestages, haben als Quintessenz aus Krieg, Völkermord und Terror die Verpflichtung gezogen, für ein geeintes Europa einzutreten, das nach innen solidarisch ist und nach außen stark genug, um die Globalisierung gestalten zu können. Doch so sehr in Deutschland das Ziel eines politisch geeinten Europas noch hochgehalten wird, die Sorge vor einer deutschen Hegemonie wieder zu, je deutlicher wird, wie sehr Europa die wirtschaftliche Leistungskraft Deutschlands eine kluge Staatskunst braucht. Nicht nur in Griechenland sind antideutsche Gefühle leicht zu mobilisieren. Das Bild von Deutschland als Zuchtmeister Europas ist in vielen europäischen Ländern jederzeit abrufbar. Auftrumpfende Sprüche wie der des Fraktionsvorsitzenden der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag in Europa werde jetzt Deutsch gesprochen, sind Gift für den europäischen Zusammenhalt. Die Kehrseite zum Auftrumpfen besteht im Ausweichen vor der europäischen Verantwortung der Bundesrepublik. Ob wir wollen oder nicht, Deutschland spielt aufgrund seines wirtschaftlichen und politischen Gewichts eine Schlüsselrolle für die Überwindung der aktuellen Krise. Wir können uns weder Alleingänge noch Attentismus leisten. Gefordert ist weitsichtiges, solidarisches und entschiedenes Handeln im Konzert mit unseren europäischen Partnern. Diese Konferenz fragt, wie sich Griechenland grundlegend modernisieren, also gewissermaßen neu erfinden kann. Und zugleich geht es darum, was die Europäische Gemeinschaft tun kann, um das Land bei seiner Wiedergeburt zu unterstützen. Nicht nur Griechenland muss sich ändern, auch die Europäische Union muss ihre Krisenpolitik verändern. Auch sie braucht eine institutionelle Erneuerung in Richtung einer Stabilitäts- und Solidarunion. Eine gemeinsame Währung kann auf Dauer nicht funktionieren ohne eine konzertierte Finanz- und Wirtschaftspolitik, die auch Elemente eines europäischen Finanzausgleichs enthält. Damit Griechenland wieder auf die Füße kommen kann, braucht es dazu erstens mehr Zeit für die nötigen Reformen und zweitens braucht es mehr Investitionen, um eine nachhaltige Wachstumsdynamik in Gang zu setzen. Ein Schlüsselbereich dafür mag der Energiesektor sein. Griechenland importiert Öl und Kohle im großen Stil und eine Politik, die auf mehr Energieeffizienz, auf Solar- und Windenergie setzt, wird mehr Wertschöpfung und zukunftsfähige Jobs im eigenen Land hervorbringen. Auch die bisherigen Maßnahmen, mit denen eine verstärkte wirtschaftliche, soziale und politische Konvergenz in der EU gefördert werden sollten, müssen auf den Prüfstand gestellt werden. Nicht nur im Fall Griechenlands haben sie ihre Ziele nicht erreicht. Weder wurde damit eine gute, gleichermaßen demokratische und effiziente Regierungsführung bewirkt, noch ein Anschluss der griechischen Wirtschaft an die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Wenn wir von mehr Europa wagen als Ausweg aus der aktuellen Krise sprechen,
geht es nicht nur um eine Ausweitung der finanziellen Garantien, um einen europäischen Schuldentilgungsfonds oder Eurobonds. Es geht auch um eine gemeinsame Verpflichtung auf gutes Regieren, auf eine verantwortliche Finanzpolitik, auf ein tragfähiges und sozial gerechtes Steuersystem, eine zukunftsorientierte Investitionspolitik und eine effiziente und transparente Verwaltung. In den kommenden Monaten sind bedeutsame politische Weichenstellungen zur Stabilisierung Griechenlands und des gesamten Euroraums fällig. Aber letztlich werden sie nur Erfolg haben, wenn sich die Bürgerinnen und Bürger unserer Länder, wenn wir alle uns als Europäer fühlen und als Europäer handeln. Man bekommt ein Gefühl für das, was Europa war, was es ist und was es sein kann, wenn man auf der Akropolis steht und auf Athen sieht. Dies war der Ort, an dem die europäische Philosophie und eine frühe Praxis der Demokratie ihren Ausgang nahmen, an dem die Idee des politischen Gemeinwesens als eine Assoziation der Freien geboren wurde. Daran gilt es heute wieder anzuknüpfen. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Diese Konferenz verdankt sich einer gemeinsamen Initiative von Professor Miltos Pechlivanos von der Freien Universität, die Kooperationspartnerin dieser Tagung ist, und von Olga Drossu, der Redakteurin unseres migrationspolitischen Portals Migration, Integration und Diversity. Die dramatischen Entwicklungen in Griechenland haben beide nicht ruhen lassen, bis sie Unterstützung für das Vorhaben einer solchen Konferenz gefunden haben. Dafür herzlichen Dank. Vielen Dank auch an Andreas Poltermann, Christian Römer und Monika Steins für ihre konzeptionelle und praktische Unterstützung dieses Projekts. Es spricht für das gute politische Gespür aller Beteiligten, dass der Zeitpunkt dieser Tagung mit einer Initiative der deutschen Bundesregierung zusammenfällt, ein auf 3 Jahre angelegtes Sonderprogramm Griechenland für die deutschen politischen Stiftungen aufzulegen. Wir werden uns daran beteiligen und im Lauf der nächsten Monate in Athen eine kleine Dependance der Böll-Stiftung eröffnen, um dort ein Programm umzusetzen, das von dieser Konferenz mit Sicherheit viele Anregungen aufgreifen kann. Insofern soll diese Tagung keine Eintagsfliege bleiben, sondern der Auftakt für einen langfristig angelegten Dialog sein. Ich möchte jetzt die Teilnehmer unseres Auftaktpodiums auf die Bühne bitten, Herrn Professor Konstantinos Tsimitis, den ehemaligen Premierminister Griechenlands, dann Nikon Bendit, den Vorsitzenden der Fraktion der Grünen im Europaparlament, sowie Christiane Schlötzer, Redakteurin bei der Süddeutschen Zeitung, die Moderatorin dieser Auftaktdiskussion. Und bevor Sie beginnen, wird Andreas Poltermann, den ich schon erwähnt habe, noch einige praktische Ansagen machen. Vielen Dank. So, die praktischen Ansagen. Erstens, nach wie vor können Sie auch in sitzender Haltung der Veranstaltung hier folgen, wenn Sie unten im Foyer Sie sich anschauen. Dorthin wird auch die Übersetzung übertragen. So, wir sind so viele, dass wir natürlich eine Publikumsbeteiligung wünschen, aber sie ein bisschen vorstrukturieren, vorsortieren müssen. Deswegen bitten wir Sie, sich auf folgendes Verfahren einzulassen. Wir haben Publikumsanwälte bestimmt, 4 Personen, die ihre Fragen, die Sie schriftlich auf Zettel, die in Ihren Mappen zu finden sind, eintragen, die Ihre Fragen einsammeln und dann bündeln und schließlich in Ihrem Namen hier vorne vortragen werden. Es wird eine gute Stunde Diskussion hier oben geben und dann kommen Sie zum Wort.
durch die Publikumsanwälte. Gleichzeitig wird diese Veranstaltung per Livestream über das Internet übertragen. Auch dort gibt es über einen Chat die Möglichkeit, Fragen an uns zu richten. Die werden vorne bei der Technik an den Laptops aufgenommen und auch die werden dann berücksichtigt bei den Fragen, die an die Diskutanten hier auf dem Podium gestellt werden. Besondere Grüße richten wir nach Thessaloniki, weil wir wissen, dass dort im Goethe-Institut diese Veranstaltung live verfolgt wird und dann dort eigenständige Diskussion stattfinden wird. So, sind die Anwälte, die Publikumsanwälte im Raum? Da hinten winken sie mit weißen Zetteln. Gut, die werden nachher also in gut einer Stunde 15 an ihren Reihen vorbeigehen, ihnen leise zuflüstern, wollen sie mir eine Frage zukommen lassen und dann geben sie die Frage, die sie auf einem Zettel festgehalten haben, an die Publikumsanwälte, die sortieren sie und werden dann diese Fragen in ihrem Namen hier vorne vortragen. Soweit darf ich dann an Frau Schlözer übergeben. Danke. Jetzt geht's, glaube ich. Schönen guten Abend, Kalispera. Ich freue mich, dass so viele Leute gekommen sind und ich freue mich ganz besonders über meine zwei Gäste. Wir sitzen ein bisschen weit auseinander, das soll keine Distanz signalisieren. Wir werden versuchen, die Distanzen heute Abend ein bisschen zu überwinden. Ich habe zwei Gäste, die ich kaum vorstellen muss. Ich will es aber doch wenigstens ganz kurz machen. Kostas Simitis, ich würde sagen, begeisterter Europäer, Jurist, Mitbegründer der langjährigen griechischen Regierungspartei PASOK, ehemaliger Premierminister, gehörte mit zu den Architekten des griechischen Euro-Beitritts. In den 8 Regierungsjahren von Kostas Simitis von Juni 1996 bis Februar 2004 erlebte Griechenland einen viel beachteten wirtschaftlichen und politischen Aufschwung und streifte seine alte Rolle als das schwarze Schaf der Europäischen Union erfolgreich ab. Was weniger bekannt ist, Kostas Simitis lebte auch mehrere Jahre in Deutschland. Durch Flucht ins deutsche Exil entging er 1969 der bevorstehenden Verhaftung durch die Obristendiktatur in Griechenland. Ab 1971 war er Dozent an der Universität Konstanz und später ordentlicher Professor in Gießen. Daniel Cohn-Bendit, ich würde sagen, bekennender Europäer. Und das hat seinen Preis. Im SZ-Magazin in der vergangenen Woche stand, wahrscheinlich könnte eine durchschnittliche deutsche Familie von den Reisekosten von Daniel Cohn-Bendit ganz gut leben. Wohnt er doch in Frankfurt, ist Europaabgeordneter Grüne in Straßburg und Brüssel und heute glücklicherweise bei uns in Berlin. Es gibt in diesem Magazin, ich will jetzt keine große SZ-Werbung machen, aber ich muss es erzählen, weil es sehr schön ist, ein Bild von Daniel Cohn-Bendit. Er wird da gefragt, scheitert der Euro, scheitert dann auch Europa, ist das richtig? Und Daniel schaut zum Himmel und hält die Hände hoch. Mehr dazu werden wir später erfahren. Ich habe aus der Ausstellung ein sehr schönes Zitat mitgenommen von Vassilis Vassilikos aus der wunderbaren Ausstellung von Herrn Psychopädis, dem Maler, die Sie draußen unbedingt sehen müssen. Das Zitat heißt, alle treiben im gleichen Schiff und dieses Schiff heißt Griechenland. Es ist ein Zitat aus den Zeiten der Diktatur, aber es passt natürlich irgendwie heute auch ganz gut. Man kann sich nur überlegen, wer ist auf Deck, wer ist unten, wer ist im Ausguck, wer ist an den Riemen und wer ist schon in den Rettungsbooten. Dazu wollen wir heute diskutieren. Wir wollen bewusst nicht nur über die Vergangenheit diskutieren, weil diese Veranstaltung ja auch versucht, ein bisschen zu klären, wie soll die Zukunft Griechenlands aussehen, wie soll Zukunft von Solidarität in Europa aussehen. Das ist auch unser Auftrag heute in der Diskussion. Wir werden Sie beginnen mit einer Rede von Herrn Simitis, die etwa 30 Minuten dauert. In dieser Rede gibt es ein paar Dinge, die Sie vielleicht überraschen werden. Und in Griechenland haben Sie heute schon Schlagzeilen gemacht. Herr Simitis wird dort nämlich etwas bekennen. Was, das sage ich Ihnen jetzt nicht, damit Sie zuhören. Und nach dieser Rede fangen wir dann mit der Diskussion an. Bitte, Herr Simitis. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich
möchte mich zunächst, könnte ich das hier? Ich glaube, das geht, wenn Sie einfach in der Mitte draufdrücken. Ja. Ja. Ich möchte mich zunächst herzlich für die freundliche Einladung bedanken, heute hier mit Ihnen zu diskutieren und zu sprechen. Lassen Sie mich aber dazu hinzufügen, dass ich auch deshalb besonders gerne gekommen bin, weil wir gegenwärtig inmitten einer Krise sind, wie wir alle kennen, die mehr denn je dazu verpflichtet, die Probleme, mit denen sich die Europäische Union konfrontiert sieht, besser zu verstehen, sowie möglichen Auswegen nachzugehen. Der Titel der heutigen Veranstaltung, Griechenland Quo Vadis, impliziert, dass der Kurs Griechenlands eine entscheidende Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung der Europäischen Union spielt. Nicht nur, weil die Schuldenkrise in Griechenland eingesetzt hat, sondern auch, dass das Unvermögen dieses Landes, seine Schulden zu begleichen, der heutigen wirtschaftlichen Unsicherheit in der Union zugrunde liegt. Hinzu kommt der Vorwurf, Griechenland sei es gelungen, der Währungsunion beizutreten, ohne die Voraussetzungen dafür erfüllt zu haben. Eine freilich allen noch so häufigen Wiederholungen zum Trotz falsch und deshalb unhaltbare Behauptung. Ich werde zu diesem Punkt hier nicht Stellung nehmen, bin aber gerne bereit, Ihre Fragen zu beantworten. Die Defizite Griechenlands sind keineswegs der ausschließliche Grund für die heutige Krise der Eurozone, wie so oft wieder besseres Wissen betont wird. Die Schulden entstanden eben nicht allein durch maßlose Verschwendung. Hierfür gibt es durchaus auch andere Gründe, wie allein schon das Beispiel Spaniens illustriert. Spanien durchläuft heute auch eine Krise, obwohl es keine Defizite oberhalb der 3%-Grenze des Inlandprodukts aufwies und eine staatliche Verschuldung hatte, die 2006 lediglich 31% des Inlandprodukts ausmachte. Auslöser der Krise waren die unbedachte Entwicklung der Bautätigkeit, der Zusammenbruch der Immobilienpreise, das Unvermögen der Banken, die gewährten Kredite einzutreiben, sowie die letztendlich unvermeidliche Intervention des Staates zur Rettung der Banken und zur Eindämmung der Krisenfolge. Die Diskrepanz des Wachstumsniveaus zwischen dem Norden und dem Süden, die geringere Wettbewerbsfähigkeit der Staaten der Peripherie der Union und die großen Defizite ihrer Außenhandelsbilanzen sind weitaus ernstere Gründe für die zunehmenden Schulden des Südens als die administrative Unfähigkeit ihrer Regierenden. Zwischen 2000 und 2007 war das durchschnittliche Jahresdefizit der Handelsbilanz Griechenlands 8,4% des Inlandprodukts und das entsprechende Defizit Portugals 9,4%, während der Überschuss Deutschlands bei 3,2% und Hollands bei 5,4% lag. Um dieses Defizit decken zu können, sind die Staaten der Peripherie gezwungen, immer mehr Kredite aufzunehmen. Der Anstieg ihrer Staatsschulden ist der Preis dafür. Diese Entwicklung war von den Begründern der Währungsunion nicht vorgesehen worden. Sie glaubten, der freie Kapitalverkehr sowie der Binnenmarkt garantierenden Investitionen dank der niedrigeren Arbeitskosten der Staaten der Peripherie und könnten somit, die Staaten der Peripherie, das Gefälle zu den entwickelten Staaten progressiv verringern. Sie übersahen aber dabei, dass sich der Konvergenzprozess nicht innerhalb weniger Jahre abschließen lässt. Auch meinten sie,
dass die Überschreitung einer tolerablen Defizitgrenze der Zahlungsbilanz zu einer rückläufigen Wirtschaftsaktivität der Peripherieländer führen würde, sodass das Defizit abnehmen und es zu einem zunehmenden Gleichgewicht bei den internationalen Transaktionen kommen würde. Genau diese Annahme hat sich freilich als unzutreffend erwiesen. Das Ergebnis war ein enorm hoher Schuldenberg. Nötig, ja unausweichlich, ist also eine neue Art des Umgangs mit dem Gefälle zwischen den entwickelten Kern der Eurozone und ihrer weniger entwickelten Peripherie. Ansonsten wird es auch in Zukunft, und das soll man sicher wissen, sicher bemerken, es wird in Zukunft, wenn die Situation sich nicht ändert, immer wieder zu Krisen kommen. Die Mängel in der Arbeitsweise der staatlichen Institutionen waren Anlass für die Behauptung, dass Griechenland ebenso wie anderen Staaten der Peripherie der Währungsunion nicht hätten beitreten dürfen. Die Währungsunion ist jedoch kein Club hochentwickelter Staaten, deren gemeinsame Bestrebungen den Interessen jener Länder zuwiderlaufen, die sich im Rückstand befinden. Vielmehr ist die Währungsunion eine Entwicklungsstufe der Union, eine Entwicklungsstufe zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit ihrer Mitglieder. Sie soll dazu verhelfen, Beziehungen aufzubauen, die gemeinsame Wachstumsbemühungen stärken, die schrittweise Konvergenz der Wirtschaften fördern und eine bessere Nutzung der Chancen erlauben. Welche durch die Abschaffung der Grenzen und die gemeinsamen Ziele geboten werden. Sie ist die Währungsunion, mit anderen Worten der gemeinsame Fortschrittsplan. Konsequenterweise muss in ihrer Ausgestaltung sowohl die Stärkeren mit all ihren Möglichkeiten wie auch die Schwächeren mit ihren Unzulänglichkeiten einbeziehen können. Ein ebenso konkreter wie genauer Plan ist deshalb dringend erforderlich, der die Ungleichgewichte berücksichtigt, sowie die Tatsache bewertet, dass die entwickelten Staaten nicht nur belastet werden, sondern dank ihrer Finanzdienstleistungen und ihrer Exporte durchaus erhebliche Gewinne erzielen. Solidarität ist ein Begriff, der gewissen Ländern der Union nicht genehm ist. Sie verbinden mit ihm eine Interpretation, die sich ganz auf die Notwendigkeit konzentriert, jene Länder zu unterstützen, die ihre Verpflichtungen einhalten. Doch die Realität zwingt zu einem gegenseitigen Beistand aller, dessen Ausmaß nicht allein durch die juristischen Texte vorgegeben wird, vielmehr auch durch einzelne Vereinbarungen sowie durch bereits entstandene Beziehungen und den damit verbundenen Gefahren. Bei einer Einheit, in der es permanente und nutzbringende Wechselwirkungen unter ihren Mitgliedern gibt, ist es im Interesse sowohl des Stärkeren als auch des Schwächeren, sie aufrecht zu erhalten und zu intensivieren. Als die Währungsunion gegründet wurde, waren viele Beobachter in Großbritannien und den USA davon überzeugt, dass dieses Unterfangen nur scheitern könne. Sie behaupteten, eine Währungsunion müsse unbedingt eine politische Integration vorausgehen, ein politisches Zentrum also existieren, dem es auch obliegen würde, die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Ohne eine solche politische Führung würde die Union unweigerlich in einer Sackgasse landen. Ganz in diesem Sinne betonten sie während der Krise, dass Europa auf Schwierigkeiten stößt, weil die politischen Eliten der
europäischen Kontinent gezwungen haben, eine einheitliche Währung einzuführen, obwohl er dafür noch nicht bereit war. So Herr Krugman in der International Herald Tribune. Sie bezeichneten die Währungsunion als Eurosalat. Die bisherigen Erfahrungen haben nur teilweise diese Prognosen bestätigt. Die Währungsunion hat sich in den ersten Jahren auf alle Mitgliedsländer positiv ausgewirkt. Dank hoher Wachstumsraten und reduzierter Kreditkosten haben sich die Staaten der Peripherie den entwickelten Staaten annähern können. Die Krise des Jahres 2007 zeigte freilich, wie fragil diese Entwicklung war. Sie stützte sich eben nicht auf einen konkreten, von allen Mitgliedern akzeptierten Plan, sondern auf politische Vorstellungen, die dem freien Markt und dem automatischen Ausgleich der sich jeweils ergebenden Diskrepanzen vorrangige Bedeutung verliehen. Die Politik war deshalb nicht auf die Bekämpfung negativer Phänomene, etwa der Ausweitung der Defizite oder dem Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit vorbereitet. Erst Ende 2009 gelangte man in der Eurozone zu dem Ergebnis, dass eine unterschiedliche Wettbewerbsfähigkeit, die Überschuldung der Staaten der Peripherie sowie die Verunsicherung der Märkte zu bewirken vermag. Es hat 5 Monate gedauert, bis die Europäische Union im Frühjahr 2010 einen Rettungsplan für Griechenland erarbeitete und die vorläufige europäische Finanzstabilisierungsfazilität gegründet und mit der Möglichkeit ausgestattet hatte, 440 Milliarden zur Stützung der Mitgliedstaaten zu verwenden. Griechenland erhielt einen Kredit von 110 Milliarden und wurde unter der Aufsicht der Troika, das heißt der Europäischen Kommission, Europäische Zentralbank und Internationaler Währungsfonds gestellt. Die zwischen der Währungsunion und Griechenland getroffene Vereinbarung infolge dieses Darlehens, Vereinbarung zur Politik, die Griechenland befolgen muss, um die Gesamtheit der Raten des vereinbarten Kredits ausgezahlt zu bekommen, auch bekannt als Memorandum, wurde ohne ausreichende Vorbereitung konzipiert und auf eine die Krise im Land noch verschärfende Weise angewandt. Die getroffene Absprache bestimmte, dass Griechenland innerhalb von nur 3 Jahren, das heißt bis 2013, eine Haushaltssituation wiederherzustellen hat, die den Vorgaben des EU-Vertrags entspricht. Diese Bedingungen implizierten Ausgabekürzungen, die weit über dem lagen, was Staaten erzielen können, die weitaus bessere wirtschaftliche Voraussetzungen für einen Konjunkturaufschwung mitbringen als Griechenland. Sie waren so gesehen schlicht unrealistisch. Das Memorandum sah darüber hinaus auch keine Sonderregelung vor, um die Auswirkungen der Ausgabenkürzungen auf die Investitionen zu kompensieren, wie zum Beispiel die Möglichkeit, Griechenland Mittel der europäischen Strukturfonds zur Verfügung zu stellen, ohne dass eine nationale Beteiligung bei der Realisierung der erforderlichen Investitionen nötig sei. Das Ergebnis war, dass Griechenland einerseits ein Defizitabbau von insgesamt ca. 6% des Inlandsprodukts für die Jahre 2010 und 2011 erzielte, andererseits jedoch eine in diesem Ausmaß nie dagewesene Rezession erlebt. Nach dem Memorandum müsste man in Griechenland mit einem wirtschaftlichen Rückgang von ungefähr 8,6% in den Jahren 2009 bis 2011 rechnen. Die Rezession reicht viel mehr. Sie wird bis Ende 2012 wahrscheinlich 15% statt 8,6 ausmachen. Die optimistischen Prognosen des Memorandums haben sich als völlig falsch erwiesen.
Rezession und wachsende Unsicherheit haben schließlich jegliche Investitionspläne zunichte gemacht. Die Verfasser des Memorandums haben es auch versäumt, die zu erreichenden Ziele mit den tatsächlichen Entwicklungen zu verbinden, also zu bestimmen, dass im Falle einer entschieden größeren als der vorhergesehenen Rezession der Zeitraum zur Erreichung der Ziele sich automatisch verlängert oder dass sogar einige der Bestrebungen eingeschränkt werden müssen. Politisch ein fataler Fehler, der zur Folge hatte, dass das anfängliche, rigorose Sparprogramm weiter umgesetzt wird, trotz der eingetretenen schweren Rezession und ihrer, die ursprünglichen Annahmen, weit übersteigenden Auswirkungen. Da die anfänglichen Berechnungen der Troika sich als unzutreffend erwiesen haben und der Lauf der Ereignisse genau dieses bestätigte, verlor die angewandte Politik zwar ihre Glaubhaftigkeit, wurde aber dennoch weiter verfolgt. Vor jeder Auszahlung einer Kreditrate fanden erneut Verhandlungen statt, um trotzdem mit Hilfe neuer Maßnahmen die realen Ziele dem Zeitplan entsprechend zu erreichen. Gerade diese permanente Neufestlegung der Politik sowie das ständige Hinzufügen immer mehr Steuern und Belastungen haben den Eindruck vermittelt, dass die Reduzierung der Einkommen kein Ende nehmen wird, dass die Last der Stabilisierung fast ausschließlich von den Lohn- und Gehaltsempfängern und den Rentnern getragen wird und dass sowohl die Troika als auch die griechische Regierung einen ausweglosen Kurs eingeschlagen haben, ohne sich für seine Konsequenzen zu interessieren. Die angewandte Politik habe sich, so die öffentliche Meinung, keineswegs zur Aufgabe gemacht, die Missstände im Lande zu korrigieren und ebenso davon abgesehen, die Hauptverantwortlichen für die Krise zur Rechnung zu ziehen. Der Protest, wie Sie kennen, verschärfte sich und nahm schließlich noch nie dagewesene Ausmaße an. Andauernde Streiks, öffentliche Verhandlungen, Tumulte gehören zum täglichen Bild, wie die Weigerung des öffentlichen Dienstes, den politischen Vorgaben zu folgen. Mehr noch, die Meinung, dass Griechenland aus der Eurozone austreten soll, gewinnt immer mehr an Boden, obgleich bislang kaum jemand die Zweckmäßigkeit der Beteiligung an der Währungsunion in Frage gestellt hat. Die Opposition gewinnt schließlich mit der Behauptung, dass sie alle bisherigen Vereinbarungen neu verhandeln wird, immer mehr Zustimmung, obwohl sie die Hauptverantwortung für die wirtschaftliche Katastrophe trägt. Die Mitglieder der Eurozone und weiteren 9 Staaten der EU haben beim Gipfeltreffen vom 8. Dezember 2011 vereinbart, Schritte in Richtung auf eine stärkere Wirtschaftsunion zu unternehmen. Diese Beschlüsse stellen zwar einen wichtigen Schritt dar, um die durch die Krise verursachten Probleme der Union zu bewältigen. Sie entsprechen allerdings nicht der erforderlichen Zäsur. So lässt das wichtigste Ziel der Beschlüsse, die rigide Haushaltsdisziplin, außer Acht. Rigide Haushaltsdisziplin ist das Hauptziel und dieses Hauptziel lässt außer Acht, dass die Hauptursache der Krise keineswegs die Gleichgültigkeit der Mitgliedstaaten gegenüber den geltenden Vorschriften über die Höhe des Haushaltsdefizits und der Staatsverschuldung ist. Entscheidend sind vielmehr zunächst und vor allem die Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten beziehungsweise die Defizite und Überschüsse der Zahlungsbilanzen. Unterschiedliche Niveaus der Wettbewerbsfähigkeit oder der administrativen Organisation wie der Bildung werden weder durch haushaltspolitische Disziplin noch mit der Vergabe von Geldern zum Schuldenabbau
oder der Gewährleistung von Bürgschaften und der Rekapitalisierung von Banken aufgehoben. Ihre Überwindung erfordert vielmehr unter anderem, dass die Überschussländer mehr Kredite vergeben, den Konsum im Inland verstärken, Importe stützen und sogar eine höhere Inflationsrate hinnehmen. Für die Bewältigung der Krise ist darüber hinaus eine Wirtschaftspolitik nötig, die sich ebenso ausdrücklich wie konsequent auf den gesamten europäischen Raum bezieht, Lösungen also anstrebt, die nicht nur die Probleme einzelner Staaten ansprechen, sondern die Probleme der Europäischen Union insgesamt. Die gemeinsame Währung sollte deshalb keineswegs lediglich als Mittel angesehen werden, den gemeinsamen Markt zu realisieren, aber vielmehr und vor allem als Möglichkeit, dem europäischen Projekt Sinn und Chancen zu geben, mithin Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Fortschritt durchweg in der gesamten Union zu fördern. Die Hauptakteure der Eurozone sind jedoch zu einer solchen Politik leider nicht bereit. Sie haben gehört, vielmals gehört, dass man in der Eurozone von wirtschaftlicher Governance oder Steuerung spricht, aber diese Governance und diese Steuerung darf kein Flickwerk aus verschiedenen, auf jedes neu auftauchende Problem bezogenen Maßnahmen sein. Sie setzt sowohl den politischen Willen für eine neue Struktur, welche die gegenwärtig existierenden Formen ergänzt oder sogar abändert, voraus, als auch einen ebenso langfristigen wie umfassenden Ansatz für die anzuwendende Politik. Das heutige System der Ausarbeitung und Umsetzung von Politik orientiert sich an Reflexionen und Entscheidungen, die gerade auftauchenden Probleme betreffen, orientiert sich am Kurzfristigen. Es stützt sich auf schwerfällige Organe und ist auch deshalb ungeeignet, weil es ebenso bei zentralen wie wichtigen Stellungnahmen eine einstimmige Reaktion der Mitgliedstaaten voraussetzt. Die wirtschaftliche Governance kann jedoch im Rahmen der vorhandenen Wirtschafts- und Währungsunion durchaus angestrebt werden. Die Währungsunion stellt eine verstärkte Zusammenarbeit dar, also eine Form der Kooperation, die schon im Vertrag von Lissabon vorgesehen wird und daher zulässig ist. Die Mitgliedstaaten des Euroraums sind demzufolge sehr wohl in der Lage, neue Institutionen aufzubauen, also etwa ein Finanzministerium der Eurozone oder einen Wachstumsplan für die Realisierung von Investitionen zu beschließen, ohne dass es eine Zustimmung oder der Zustimmung aller EU-Mitgliedstaaten bedarf. Der Ausweg aus der Krise führt also zu einer Flucht nach vorn, ebnet mithin den Weg für eine wirtschaftliche Governance und eine politische Integration. Genau dies muss deshalb das Ziel sein, das ebenso konsequent wie nachdrücklich befolgt werden muss. Die griechischen Probleme waren so gesehen kein bloßes Missgeschick der Europäischen Union. Sie waren ein Fehlverhalten, das aber eine durchaus positive Absicht, die weitere Integration zu erzielen, aus den Fugen geraten ließ. Die erbrachte Hilfeleistung wurde deshalb in ein Unterfangen verwandelt, das die Schwächen der bisherigen wirtschaftlichen Steuerung ans Licht brachte. Das ist das positive Ergebnis. Sie unterstrich eindringlich die Notwendigkeit einer Neubestimmung der wirtschaftlichen und politischen Zusammenarbeit. An dieser Neubestimmung, glaube ich, müssen wir alle arbeiten. Vielen Dank.
Das war, glaube ich, jetzt noch kein Kommentar. Ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen. Es gibt ein paar Sätze in dieser Rede, die möchte ich noch mal wiederholen. Das Memorandum war ein fataler Fehler, hat Herr Simitis gesagt. Es wurde so abgefasst, dass es nicht geändert werden konnte. Und sowohl die Troika als die griechische Regierung haben einen ausweglosen Kurs eingeschlagen, ohne sich für die Konsequenzen zu interessieren. Herr Simitis. Gestatten mir aber zu sagen, ich habe das nicht so gesagt. Ich habe gesagt, dass die Tatsache, dass im Memorandum nicht vorgesehen ist, wurde, dass wenn es eine Rezession gibt, die Ziele wieder erneut bestimmt werden müssen, das war ein fataler politischer Fehler, der die Folgen hatte, die wir heute sehen. Hätte das Memorandum dann nicht unterschrieben werden dürfen von der griechischen Regierung? Meines Erachtens, die griechische Regierung hätte viel mehr darüber verhandelt und auch eigene Vorschläge gemacht und hätte das unterschrieben unter der Voraussetzung, dass es natürlich dem Wachstum sicherte und nicht zu einer so großen Rezession führen würde. Haben Sie persönlich das damals vorausgesehen, dass das passieren kann mit diesem Memorandum und vielleicht sogar gewarnt? Ich habe darüber keine Gedanken gehabt, denn wie Sie wissen, das ist alles sehr schnell gegangen und man wusste auch nicht, was das Ergebnis der Verhandlungen war. Herr Juncker sagt ja immer, die Situation sei so neu gewesen, dass man es auch nicht wusste, was passiert. Also, dass man sozusagen Learning by Doing machen hätte müssen. Gestatten Sie mir aber zu sagen, nicht im Kurs der Verhandlungen gab es zwei Vertragspartner. Der eine war der Schwache, weil er Schulden hatte und bezahlen müsste. Und da war auch der Schwache, weil er nicht die nötigen Leute hatte, die Folgen übersehen konnte. Der andere war aber der Starke. Und der Starke, das waren die anderen Länder der Union. Und die hätten sich mehr Mühe machen müssen, um ein richtiges Memorandum Licht zu bringen. Ich möchte das folgende Beispiel bringen. Wie Sie vielleicht alle wissen, findet jetzt in Griechenland eine Verhandlung statt über die Zinsen, die Griechenland für die Darlehen zahlen muss, nachdem eine Umschuldung stattfinden wird. Und die Diskussion geht über eine Höhe von Zinsen, die Gläubiger haben 5% vorgeschlagen, Griechenland 6%, glaube ich. Griechenland hat 4% vorgeschlagen und es gab ein Zwischenverständnis für 4,5% und der Internationale Währungsfonds und die Staaten der EU haben gesagt, das ist viel zu hoch. Es muss 3% sein. Warum erzähle ich diese Geschichte? Weil im Memorandum der Zins ungefähr 6% ist. Und er ist ungefähr 6%, weil damals einige Staaten, unter denen die Bundesrepublik, für mich nicht verständlich, gesagt haben, es muss etwas sein, das weh tut, damit die Schulden nicht mehr, damit es nicht mehr Schulden gibt. Diese Reflexion des Wehtuns ist eine falsche Reflexion in einer Zusammenarbeit. Es kann sein, und es natürlich war auch so, dass Fehler gemacht wurden von Griechenland. Aber man hilft und man arbeitet nicht daran, dass der andere immer in einer schwierigen Situation kommt. Ich möchte jetzt Daniel Cohn-Bendit nicht für die Troika verantwortlich machen, aber er ist ja näher dran in Europa, dort, wo diese Beschlüsse auch diskutiert worden sind. Wie war das Ihrer Meinung nach? Hat man das nicht gemerkt, was man Griechenland da auferlegt? Oder gab es dieses Wehtun, das wollen wir jetzt doch mal zeigen, war dieses Gefühl so weit verbreitet? Haben Sie das gespürt? Also,
Ich bin nicht nur nicht verantwortlich für die Troika, sondern ich habe mit ihr nichts am Hut. Ja, es wäre anders gewesen. Ich kann nur für mich sagen, dann soll jeder meine erste Rede im Europäischen Parlament, die ist hunderttausendfach auch in Griechenland auch dann im Internet gelaufen. Da habe ich genau gesagt, das, was passieren wird, dass das nicht bringt. Und ich finde, wir haben zwei Probleme. Wir haben das Problem, das was Kostas gesagt hat, nämlich die schwarze Pädagogik. Irgendwie glaube ich, wir erleben den falschen Film. Also da glauben einige Regierungsverantwortlichen, durch eine schwarze Pädagogik würde man dann die Länder des Südens Europas meistens erziehen können. Nun weiß man aus der Erziehung, dass schwarze Pädagogik nicht funktioniert, und ich wüsste auch nicht, warum es in der Politik funktionieren soll. Das Problem ist also, dass wir auf der anderen Seite, ich würde mehr als sagen, nur Fehler von Griechenland, ja, das ist genauso wie es mehr als nur Fehler von Italien und so weiter, das ist ein Selbstverständnis der Gesellschaft und der Parteien, dass das in dieser Krise auch hochgekommen ist. Und ich finde, beides musste man diskutieren. Also, zu der konnte man sehen mit dem Memorandum. Was ich nicht verstehe, ist, wieso in einer Krise Banken sich refinanzieren können mit 1% und diese Refinanzierung dann weitergeben für 6%. Oder das ist etwas, was ich auch unter dem schwarzen Pädagogik-Argument nicht nachvollziehen kann. Oder sogar wenn ein Land wie Deutschland denn sich jetzt Anleihen aufnehmen kann für 1,5 bis 1,7% und es weitergibt für 3 oder 4. Das heißt, dass auf längere Sicht ein Land wie die Bundesrepublik an der Krise Griechenland nicht nur Geld gibt, sondern wenn es zurückgezahlt wird, sogar Geld verdient. Das ist ja auch eine Sache, die ich einfach nicht intellektuell noch nicht nachvollzogen habe. Aber vielleicht wird mir das irgendwann jemand mal erklären, was das mit Solidarität zu tun hat. Ich glaube, dass man, und das der letzte Punkt, was die Handlungsweise angeht. Ich kann mich erinnern, dass ich mit Premierminister Papandreou ziemlich früh mit ihm geredet habe, als die Krise in Griechenland immer härter wurde. Und was ich überraschend fand, ist, dass zum Beispiel, nachdem die Nordrhein-Westfalen-Wahl hier vorbei war, wo dann die Bundeskanzlerin ja erklärt hat, nie an Griechenland werden wir nie Geld geben und so weiter, nach der Wahl natürlich der wichtigsten Wahl in Europa, Nordrhein-Westfalen, dass sie eh verloren hat, ja, wurde das mal anders diskutiert. Und nachdem die Europäer, Deutschland und Frankreich dann gesagt haben, wir werden an Griechenland einen jetzt unterstützen, wurde aber eine Bedingung gleich mitformuliert. Nämlich eine Bedingung zum Beispiel, dass alle Verträge Waffenverträge für Griechenland aufrechterhalten werden. Das heißt, wir haben zum Teil Geld gegeben, damit unsere Unternehmen dieses Geld zurückkriegen können. Das ist einer der Punkte. Und da komme ich natürlich zum Problem auch Griechenlands. Griechenland hat 4% des Bruttoinlandsproduktes an Verteidigungskosten. Die Bundesrepublik und Frankreich die Hälfte. So, wir haben den Lissabon-Vertrag. Im Lissabon-Vertrag steht, dass alle europäischen Staaten für die Sicherheit der Staaten, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union verantwortlich sind. Warum ist es im Zuge der Jahre der Europäischen Union, der Kommission nicht aufgefallen, dass ein Land wie Griechenland mit den Problemen, mit so einer, zum Beispiel einem Verteidigungsetat, nicht überleben kann? Und warum haben wir nicht verhandelt, dass wir sagen, wir übernehmen nochmal explizit die Sicherheit Griechenland und
werden in einem Sondervertrag das auch in Griechenland klar machen, um dann eben der griechischen Regierung zu ermöglichen, eine Strategie, diesen Verteidigungshaushalt zu um zwei Drittel zu reduzieren. Und ich weiß immer noch nicht, Herr Simitis, warum Griechenland U-Boote braucht und warum, also ich habe es doch verstanden, Irgendwie glauben die Griechen, weil die meisten europäischen Staaten wollen ja die Türkei nicht in die Europäische Union aufnehmen, dass die Türkei sich gedacht haben, naja, wenn wir jetzt in Griechenland einmarschieren und die Griechenland übernehmen, werden wir dann Mitglied der Europäischen Union. Das scheint mir ungefähr so der Gedanke dahinter, das ist jetzt provokativ, aber wo ich, ja, ich weiß, das gibt Provokationen der türkischen Armee, aber ich meine, dass hier ein Problem auch der griechischen Gesellschaft ist, nämlich der Nationalismus. Und der Nationalismus dann zu einer bestimmten politischen, im Grunde genommen, Organisation der Gesellschaft geführt hat, der auch zu diesen Kosten gebracht hat. Der lange Rede, kurzer Sinn. Ich will sagen, wir haben seit Jahren, konnten die europäischen Staaten sehen, dass es in Griechenland oder im Land wie Italien nicht so weitergeht. Und ich verstehe nicht, warum Frau Merkel ihre Schwesterpartei in Griechenland nicht darauf aufmerksam gemacht hat, dass es nicht weitergeht. Und eine der riesigen Schweinereien in der Krise ist, während die Europäische Volkspartei im Europaparlament, während Frau Merkel Griechenland sozialistischen Ministerpräsident gedroht hat, die müssen immer mehr sparen, hat sich die Schwesterpartei, die Oppositionspartei, nie daran beteiligen wollen, dass dieses Land saniert wird. Sie haben so getan, als ob sie mit dem Ganzen keine Verantwortung haben, mit dem Ganzen nichts zu tun hat. Das heißt, die haben die Bedingungen, die notwendig waren, nämlich eine Einheit in der griechischen Gesellschaft, die haben sie aus rein parteitaktischen Gründen, nämlich weil sie gesagt haben, wenn es Neuwahlen werden, werden wir gewinnen, haben sie diese Bedingungen nicht erfüllen wollen. Und genauso an dem Problem, im Grunde genommen, stehen wir heute. Wir stehen heute in dem Problem, dass Griechenland, das hat der Ralf vorhin gesagt, nur rauskommen wird, wenn einerseits ein tragbares Prozess der Schuldenzurückzahlung einfach eingeleitet wird. Tragbar heißt es, wenn Griechenland gleichzeitig in der Lage sein wird, ja, die wirtschaftliche Entwicklung auch voranzubringen. Und das ist richtig mit der Rezession. Nur das wird nur geschehen, wenn Griechenland, und das ist richtig, wenn Griechenland nicht über 3% eigentlich der Schuldentilgung geht, sonst ist es unmöglich. Und ich schließe, und dann komme ich nachher zu den einzelnen Vorschlägen, die man machen kann, damit man versteht, was das bedeutet, 1%. Frankreich muss im nächsten Jahr 49 Milliarden an Schuldentilgung zahlen. Frankreich hat im Moment kriegt ungefähr für eine 10-Jahre-Einleihe 3%. Wenn Frankreich ausrutscht auf 4%, ist es ein Viertel mehr. Das heißt, Frankreich muss 10 Milliarden mehr zurückbezahlen. Dann sage ich Ihnen, gucken Sie mal in Deutschland, in allen Ländern, was das bedeutet, 10 Milliarden mehr Schuldenabbau. Was das bedeuten wird, und das ist das Problem, dass wir im Moment diesen Ländern die Schulden haben, sei es Italien, und deswegen hat Monti recht, wenn es keine Reduzierung der Zinsen gibt für Italien, wird es keine Möglichkeit geben für Italien, den Schuldenabbau voranzutreiben. Das weiß jedes Kind. Ich verstehe nicht, warum Kinder nicht die Macht im Kanzleramt übernehmen könnten. Nochmal ganz kurz, vielleicht kann ich das mit der Frage auch verbinden. Dani Cohn-Bendit hat ja gesagt, die Europäische Union hätte sich nie für die Verteidigungsausgaben Griechenlands interessiert. Wenn ich mich richtig erinnere, war Joschka Fischer mal bei Ihnen und da ging es um den Verkauf von Eurofightern. Ich glaube, aus dem Geschäft wurde dann nichts, aber vielleicht können Sie uns das heute auch nochmal aufklären. Ich
Ich möchte das erklären. Griechenland, wie die Bundesrepublik, ist Mitglied sowohl der Europäischen Union als des NATO. Die Europäische Union hat in Helsinki im Jahre 1999 beschlossen, dass sie die Sicherheit aller ihrer Mitglieder garantiert. Also seitens der Europäischen Union ist die Sicherheit Griechenlands gegenüber der Türkei garantiert. In der NATO aber gilt eine andere Klausel. Die andere Klausel lautet, dass wenn ein NATO-Mitglied ein anderes NATO-Mitglied angreift, gibt es kein Eingreifen der NATO. Und diese Klausel ist eine Klausel, die natürlich bei vielen Leuten in Griechenland und bei manchen Parteien immer den Eindruck erweckte, dass wir in Gefahr stehen. Ich persönlich bin der Ansicht, dass es im heutigen Europa keinen solchen Krieg zwischen Griechenland und der Türkei geben kann. Und auch wenn es einen solchen Krieg geben würde, das würde ein Krieg von 2 oder 3 Stunden sein. Und daher ist Griechenland nicht gezwungen, mehr und mehr Waffen zu kaufen, um sich zu verteidigen. Griechenland muss natürlich Waffen kaufen, im gleichen Prozentsatz wie andere Länder der Europäischen Union und nicht mehr. Aber es muss daran arbeiten, dass es mit der Türkei zu einer Vereinbarung kommt, die alle offenen Fragen zwischen den beiden Staaten in der Ägäis löst. Das ist das Ziel. Die Fragen, die Probleme, die in der Ägäis bestehen, mit Hilfe der Europäischen Union und sowohl der NATO und der Vereinigten Staaten zu lösen. Warum nichts geschehen ist bis heute, nicht was die Probleme betrifft, sondern was die Verteidigungsausgaben betrifft, weil diese Verteidigungsausgaben zwar von Griechenland größtenteils bezahlt werden, aber auch von der NATO gewünscht werden, also Verteidigungsausgaben, die vom Bündnis als notwendig angesehen werden. Und daher, dazu sollte man eine andere Politik führen. Griechenland braucht nicht die U-Boote. Ich bin mit Ihnen einverstanden. Aber die griechische Marine glaubt, sie hat die U-Boote nötig. Und die griechische Marine, die wirkt, die arbeitet, die plant immer mit, unter der Mitarbeit der NATO. Also ist es nicht leicht, von einem Tag auf den anderen diese Probleme zu lösen. Das Problem aber ist von Herrn Cohn-Bendit richtig nachgewiesen worden. Es gibt viel zu viele Verteidigungsausgaben und diese Verteidigungsausgaben sind nicht nötig. Ein Satz dazu? Ja, ich glaube, das mit der Verteidigung ist eigentlich das Beispiel dessen, was auch Gosses am Anfang gesagt hat. Wir haben eine Währungsunion gemacht und haben geglaubt, die politische Union würde einfach automatisch nachkommen. Und wir sehen in der Krise, und wenn wir jetzt auch zurücklaufen, wir sehen in den Jahren seit der Währungsunion, dass weil wir keine politische Union haben, weil wir nicht politische Institutionen haben, die in der Lage sind, über die nationale Grenze hinaus zu denken, kommen wir in diesen Schwierigkeiten. Das ist richtig. Das Problem von Griechenland und Türkei kann man aber nicht in einer großen Friedenskonferenz lösen, wenn man permanent nur gegenüber der Türkei sagt, ihr dürft nicht reinkommen. Das heißt, anstatt sich zu überlegen, und das hat Konsequenz für den ganzen südlichen Raum, sich zu überlegen, wie hindert man die Türkei in Europa reinzukommen, könnte man das Beispiel Deutschland-Frankreich nehmen. Die NATO hat das nicht gebracht. Die NATO, nämlich diese Annäherung, obwohl beide NATO-Partner sind, nämlich in einem Prozess zur Europäischen Union, wäre das die Möglichkeit gewesen, des Abbau
der gegenseitigen Feindschaften oder Aggressionen nämlich gekommen. Und in dem Maße hätte man dann auch die ganzen Ausgaben reduzieren können. Das ist nur ein Beispiel, aber das zeigt sich, dass die Europäische Union im Grunde genommen als Union verantwortlich ist. Und ein anderes Beispiel. Man sagt immer, Griechenland oder in Griechenland hätte Korruption geherrscht oder würde. Wahrscheinlich gibt es viel Korruption in Griechenland. Nur ich frage immer, wer war korruptiv? Wer hat bezahlt? Welche große Unternehmen haben bezahlt, um irgendwelche nationale Aufträge zu kriegen in Griechenland? Und dann wird man sehen, ich sehe Siemens, man kann aber von anderen sprechen, man kann auch für die großen Autounternehmen sein, wenn die ganzen Staatskarossen gekauft, Waffenunternehmen und so weiter. Und das sind europäische Unternehmen. Das heißt, wenn man von Korruption immer redet, muss man auch dafür dann versuchen zu untersuchen, wer ist dafür verantwortlich, wer nützt diese Korruption aus? Und da würde man eine ganz spannende Debatte in Europa auslösen. Letzter Punkt, was ich immer... Wir haben jetzt vor kurzem, hat Griechenland was Spektakuläres gemacht. Es hat veröffentlicht den Namen von 1427 griechische Bürger, die für eine Steuerflucht verantwortlich sind. Ja? Wie bitte? 4.195 ist die Liste. Interessant ist, dass man gleichzeitig weiß, dass in der Schweiz 215 Milliarden in Schweizer Banken von griechischen Konten, also griechische Bürgerinnen und Bürger, die Konten in der Schweiz haben. Jetzt verhandeln die Schweizer, weil die schlau sind, verhandeln sie jetzt mit den Griechen und sagen, okay, wir werden euch was geben. Das heißt, wenn sie sagen, wir geben euch 10 Milliarden, dann weiß die griechische Regierung, aha, 10 Milliarden, das heißt, wahrscheinlich müssen wir das Zehnfache kriegen. Nur jetzt ist die griechische Regierung in den Verhandlungen in eine Zwickmühle. Entweder kriegt sie gar nichts oder sie kriegt einfach viel zu wenig. Nur zur Steuerflucht ist es kein griechisches Problem. Es ist ein italienisches Problem. Ihr könnt sehen, was die Steuerbehörden in Cortina d'Ampezzo am 30. Dezember gemacht haben. Ja, es war eine spannende Sache. Da hat man rausgekriegt, dass die zwei Drittel der Menschen, die große Schiffe haben oder große Autos, eine Einkommenserklärung haben, die über 200.000 Euro kostet, Einkommenserklärungen in Italien haben von 30.000 bis 40.000 Euro Einnahmen im Jahr. Ja, so. Und das gibt's genauso in Griechenland auch. Ja, so Villen in Athen mit Schwimmbad, mit Einkommenserklärung von 1500 Euro und dann Steuerflucht. Die Europäer mit Steuerfluchtort Luxemburg oder Österreich, die Europäer sind nicht in der Lage, als kollektives Problem für den kollektiven europäischen Haushalt diesem nachzugeben. Und der letzte Punkt, Griechenland hat die höchste Handelsschifffahrtsflotte Europas. Einnahmen in Steuern, Herr Premierminister, nicht null, aber sehr wenig. Warum? Weil die alle unter irgendwelchen Flaggen, die alle dann, der große Handel wird dann in London gemacht. Das heißt, da wird auch Steuereinnahmen für Griechenland einfach eingenommen werden. Dazu, und das ist der letzte Punkt, gehört Griechenland ist ein Land, wo der Klientelismus natürlich die Parteien und die Gesellschaft durchdrungen hat. Nach jeder Wahl gab es dann irgendwelche Tanten, Onkel und so weiter, die in Staatsunternehmen einfach einen Platz gefunden haben. Griechenland hat 1,2 Millionen Beamten. Das sind auch Probleme dann der griechischen Gesellschaft. Also ich will die, doch, das ist die offizielle Zahl, die habe ich von die offizielle Zahl. Also ich finde, die Griechen sollen auch zugeben, dass hier in den Jahren vieles falsch gelaufen ist und auf europäischer Seite ist genauso viel falsch gelaufen. So, meiner Meinung nach, müsste man die Diskussion führen. Danke sehr. Klar, ja. Herr Simit, ist eine kurze Replik drauf, dann frage ich nochmal. Ich möchte nur etwas klären. Ja.
Ich bin mit vielem, was Daniel gesagt hat, einverstanden. Nur möchte ich klären, weil in der Tat die griechische Handelsflotte die größte der Welt ist. Aber diese Schiffe, die gehören Leuten, Griechen, die aber in den Vereinigten Staaten, in Großbritannien und anderswo wohnen. Dort zahlen sie ihre Steuer. Die gehören Gesellschaften, die in den Cayman Islands, in Isle of Man und überall in der ganzen Welt arbeiten. Registriert sind, und dort werden die kaum, die einige wenige Steuern bezahlt. Aber das ist das auf das internationale System zurückzuführen. Auch die deutschen Reeder, ich weiß es nicht, aber ich bin hundertprozentig sicher, die haben ihre Schiffe unter liberischen Flagge und weiteren Flaggen von diesen Staaten. Also das sollte man nicht als Beispiel bringen, denn die Griechenland, in Griechenland gibt es Korruption, gibt es Steuerflucht, aber immerhin, das ist nicht so, dass es Milliarden und Milliarden außerhalb Griechenlands gibt, die in leichter Weise eingetrieben werden können. Dieses Geld, das der Handelsschiff hat gehört, ist legal im Ausland. Man kann nichts dafür machen. Es ist legal für die Norweger, für die Franzosen, für die Amerikaner, für die Deutschen, denn alle diese Länder erlauben, dass es die Paradiese für die Steuerflucht gibt. Entschuldigung, erstmal habe ich nicht, war das nicht in Kritik, also gerade wegen der Steuerflucht sage ich ja nicht, dass die Griechen schuld sind, die griechische Regierung, sondern das ist ein europäisches Problem, was bis jetzt ein europäisches Problem, völlig einverstanden. Das habe ich gesagt. Das zweitens, mit den Handelsschiffen könnte man, weil die Kaimaninsel und so weiter, also da möchte ich auch meine Steuern bezahlen, da wird es mir auch besser gehen. Ja, also das ist nicht das Problem, sondern dass man vielleicht eine europäische Regelung, wo Steuern bezahlt für die Waren, da wo die Waren aufgenommen wird und wo die Waren abgegeben wird und nicht irgendwo. Und dann könnte man meiner Meinung nach eine andere Rückführung eben der Steuern organisieren. Das Problem dieser internationalen, was ich nicht akzeptiere, dass Sie mir sagen, Sie zahlen, wenn Sie alle wie Mitt Romney Ihre Steuern in Amerika bezahlen, verstehe ich, warum Sie in Amerika Ihre Steuern bezahlen wollen. Ja, das sind 10%, 15% der Einkünfte. Sie zahlen sehr gering, ich bin Ja. Sie zahlen einen Dollar, nicht in Panama zahlen Sie einen Dollar. Nicht? Wir wollen ja auch keine Diskussion von Scheinheiligen führen. Wir wissen ja auch, dass nach Deutschland auch versteuertes griechisches Einkommen zu deutschen Banken getragen wird und dass die deutschen Banken sich darüber im Moment recht freuen. Das schneidet aber einen Punkt an, Solidarität und auch den Punkt, was trauen die Griechen ihrem eigenen System, ihrem eigenen Land noch zu? In der Einladung steht die Formulierung, die heutige Krise sei vor allem ein Bankrott des politischen Systems. Ich möchte gern mal bei diesem Begriff bleiben, ein Bankrott des politischen Systems. Herr Simitis, wenn Sie das hören, was verbinden Sie damit mit dem politischen System und seinem Bankrott in Griechenland? Also, ich bin, der Ausdruck Bankrott würde ich nicht benutzen. Aber ich würde sagen, das politische System war der Situation nicht gewachsen. Das politische System hat nicht verstanden, was los war. Und als es reagierte, war es zu spät und die Reaktion war nicht die richtige. Nun, weil politischen System gehören mehrere Parteien, gehören mehrere Leute und ich gehöre auch zum politischen System. Nun, ich war Premier vom Jahre 96 bis zum Jahre 2004. Von dem Jahre 97, wenn ich mich recht erinnere, hat es ein positives Wachstum in Griechenland gegeben. Griechenland erreichte ein Wachstum von 5%. Das war der höchste Prozentsatz,
Griechenland seit Ende des Krieges oder seit den nein seit dem Jahre 74 die Schuld des griechischen Staates, als ich Premier wurde, war um die 100%, und als ich das Amt aufgegeben habe, lag sie ungefähr um die 102 oder 103%, nicht mehr. Also da gab es keine großen Schulden, gab es keinen Schuldenberg. Die Situation hatte sich nicht drastisch geändert, weil auch die Defizite diese Jahre um die 3% lagen. Und im Jahre 98 und 99 waren die Defizite im Jahre 99 sogar um die 2%. Selbst wenn man in Betracht zieht, was alles gemacht wurde, um das Defizit zu überprüfen und als falsch darzustellen, kann man nur zu einem Defizit von 3,07%. Also, als die Regierung der Konservativen das Land übernahm in 2004, dachte sie, dass sie also viel mehr ausgeben könnte, weil natürlich wegen des Eintritts Griechenlands in der Währungsunion waren die Gehälter gedrückt, die Einkommen gedrückt, und viele Leute erwarteten, dass es große Einkommensänderungen zum Positiven geben würde. Ich möchte daran erinnern, dass die Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes im Jahre, ein Jahr oder zwei Jahre nachdem Griechenland Mitglied der Währungsunion wurde, forderte, dass die Gehälter 20% erhöht werden. Und die Lehrer forderten auch, dass die Gehälter um die 8, 9 oder 10% erhöht werden. Also, ich habe damals nicht nachgegeben. Die Konservativen aber, die hatten versprochen, dass sich alles ändern wird. Und was ich nicht konnte, das werden sie tun. Das haben sie auch getan. Sie haben viel Geld gegeben, und Daniel hat sehr recht gesagt, dass der griechische Staat ein Klientelenstaat ist. Und das bedeutete, dass man viel mehr Leute anstellt, damit sie Gehälter bekommen, ohne dass man sie richtig braucht. Vom Jahre 2000, glaube ich, 4 bis zum Jahre 2008 oder 2009 wurden mehr als 150.000 neue Beamten, neue Leute im öffentlichen Dienst angestellt. Und die waren alle nicht gebraucht. Und obwohl man in Griechenland seit 1995 eine Regel hatte, dass keine Anstellungen stattfindet, wenn man nicht in einem öffentlichen Examen da teilnimmt und beim Examen erfolgreich ist. Die meisten dieser Leute wurden ohne Examen eingestellt, weil es eben eine Klientelepolitik war. Also, das hat natürlich dazu geführt, dass im Jahre 2007 und 2009 der Schuldenberg gestiegen ist, und wo die Schulden um der 100% Grenze des Nationalproduktes waren, waren sie dann auf die 130% des Inlandprodukts. Und dann nach 2009 sind sie weiter gestiegen, weil die Defizite groß waren. Als die Konservativen weggingen, war das Defizit, man streitet darüber, man streitet aber nicht, dass es mehr als 12% war. Man streitet, ob es 15 oder 12% war, aber es war 12%. Und als die Konservativen die Regierung übernommen hatten, war es nicht 12%, es war um die 3%, 4%.
Also, das ganze politische System ist nicht korrupt, ist nicht bankrott, aber es gibt eine Politik in Griechenland, diese Klientelenpolitik, eine Auffassung der Politik, die dazu führt, dass die Parteien keine richtige, also Wirtschaftspolitik machen können oder machen wollen. So ist das. Und seit die PASOK, die das die Regierung übernommen hat in im Jahre 2009, Oktober 2009, hat zu spät reagiert, das habe ich eben erwähnt, und dieses Problem nicht in der Richtung richtigen Weise gehandhabt. Und daher betrachtet die griechische Regierung, dass die letzte Regierung auch eine große Schuld an dieser Entwicklung trägt. Auf jeden Fall, es ist so, damit man alle Regierungen tragen Schuld, sie regieren, aber es gibt diejenigen, die die Ursachen gesetzt haben und diejenigen, die alles manches machen ließen und diejenigen, die dagegen gekämpft haben, vielleicht manchmal nicht sehr erfolgreich. Damit ich das schließe, würde ich sagen, aber das ist auch eine Gesellschaftsfrage, nicht eine Gesellschaftsfrage. Denn die griechische Gesellschaft ist mit dem Klientelensystem nicht verfeindet. Sie mag das. Das ist genau, die Wahrheit. Genau an dem Punkt wollte ich jetzt nochmal bleiben, bei der Frage dessen, was ist dieses System und ist es reformierbar? Weil die Reformierbarkeitsfrage ist ja ganz wichtig, wenn wir über Alternativen reden. Was kann man für Griechenland tun? Was heißt Solidarität mit Griechenland? Wir haben ja zwei interessante Experimente im Moment in Europa. Wir haben das Experiment in Italien mit Mario Monti und wir haben das Experiment mit Lukas Papadimos in Griechenland. Es gibt einen interessanten Unterschied. Papadimos konnte sich nicht mal ein eigenes Kabinett zusammenstellen. Die Parteien haben bestimmt, wer da drin sitzt. Daniel Cohn-Bendit, sehen Sie denn da Spielraum für Reformen in Griechenland, wenn Sie ehrlich sind? Ich bin immer ehrlich. Ich sehe Schwierigkeiten und Spielräume sind so einfach. Die Regierung Papademos ist die größte Regierung seit, ich weiß nicht, 49 Minister und Staatssekretär. 49. Das ist, ja klar, weil ein PASOK, ein so. Wenn der eine so. Ich bin einverstanden, nicht? Ich bin mit dir einverstanden. Das ist absurd. Unglaublich. Ja. So. Das hätte nicht stattfinden müssen. Nee. Und ich glaube, dass das Problem ist, also wenn man es von Griechenland aus sieht, wie ich die griechische Gesellschaft sehe, müsste mir eigentlich lieb sein. Die griechische Gesellschaft hat so einen egoistischen, libertären Touch. Es wird wenig nach, aber individualistischem. Ja, es wird sehr wenig nach Gemeinsinn, sondern nach Individualsinn geguckt. Jeder, wie komme ich raus? Und das ist oben wie unten. Es ist nicht nur die Bösen oben und die unten sind. Nein, das ist oben wie unten. Und jetzt, wie kann man das verändern? Weil es sind ja wahnsinnig schwierige Veränderungen, Reformen, die durchzuführen ist. Die Europäische Union müsste zum Beispiel für Griechenland einen Solidarpakt vorschlagen. Ein Solidarpakt, der auch für die Menschen dort sieht, was bringt es ein, wenn wir uns verändern. Nicht mit Strafen und sagen, hier, ihr müsst jetzt immer wieder runter mit den Löhnen und so weiter, bis es nicht mehr erträglich wird, sondern sagen, wir sind bereit, einen Teil der Schulden der Griechen, das gilt genauso für Italien, ja in einen Gemeinschaftsort, die fünf Weisen haben vorgeschlagen, also nicht irgendwelche durchgeknallte Linksradikalen, sondern die fünf Institute, die Bundesregierung beraten, haben vorgeschlagen, für Europa einen Schuldentilgungsfonds zu machen, wo alle Schulden über 60%, ja, würden in einen Topf und dann würde nämlich gemeinsam verantwortet mit der Maßgabe, dies innerhalb von 20 Jahren zurückzuzahlen, aber kollektiv, das wurde dann erklärt, wie das funktionieren kann. Das wäre die eine Möglichkeit, dass man den Griechen sagt, wir sind bereit, als Europäer, dann profitiert ihr dann auch von den Zinsen.
dann kommt ihr von 6 runter auf 3 oder 2,5. Ich kann es jetzt nicht festlegen. Auf der anderen Seite sind wir bereit, europäische Gelder, wir müssen den europäischen Haushalt, müsste man diskutieren, ich lasse das mal weg, weil es zu kompliziert wird, ja, also dass man den vergrößert, man sagen, ja, wir wären, Ralf hat gesagt, 80% der Energie in Griechenland sind importiert. Es gibt keine Sonne und kein Wind in Griechenland, ja, also das gibt es nicht. Das heißt, man könnte ein Investitionsprogramm machen, wo man sagt, innerhalb von 15 Jahren wird die Energie Bilanz nämlich runtergefahren, so dass die Investition von 80% auf 50 oder 40, ich will mich jetzt nicht festlegen, aber das sind Programme, die die Europäische Union anbieten soll. Auch über den sanften Tourismus, man kann vieles dann diskutieren. Und auf der anderen Seite muss dann Griechenland bereit sein, bestimmte heilige Kühe auch in Frage zu stellen. Ich habe eine heilige Kuh, ist der Nationalismus und Militärausgaben. Warum die Kirche keine Steuern bezahlen muss für ihre Latifundien, das müsste man mal erklären. Ja, müsste man mal mir erklären. Oder der letzte Punkt ist Kostas hat es mir erzählt, ja, eine seiner großen Taten als Premierminister war, in Griechenland, als ich ins Europaparlament kam, war Griechenland das letzte Land, wo sie auf dem Personalausweis mit dem Pass ihre Religion war. Und das war eine alte Forderung der Europäischen Union damals, weg damit, das gibt es nicht. Und der hat es eingeführt, der hat Hunderttausenden von Demonstranten dagegen gegeben, genauso wie um den großen Riesenkonflikt, nicht Türkei, Mazedonien. Ja, wie viele Menschen auf die Straße von der orthodoxen Kirche mobilisiert wurden, ja, weil der Name Mazedonien da neben Griechenland. Also alle wollen nach Europa, aber wir halten das nicht aus, wenn da Mazedonien das daneben heißt. Das sind alles Probleme des griechischen Nationalismus und der griechischen Eindimensionalität, die für Lösung Schwierigkeiten bereiten. Und man müsste bereit sein, Europa muss bereit sein, darüber auch zu reden in Griechenland. Und deswegen werde ich darüber in Griechenland am 9. Februar in Athen genau darüber reden. Die Solidarität, die wir einbringen müssen, und die Veränderung, die heiligen Kühe, die die Griechen untereinander auch mal diskutieren sollten. Nachfrage, aber wer sollen die Partner sein? Können das die Parteien sein, die jetzt sozusagen das System bilden, die beide ihre Fehler gemacht haben? Gibt es irgendwo neue Kräfte? Also, das ist Monti. Ja, ich finde das Beispiel Monti und Mario Monti ist wirklich, man muss nicht immer einverstanden sein, was er vorschlägt, ja, Deregulierung zum Beispiel der Arbeitsverträge, sagt, darüber lässt sich diskutieren. Ich will sagen, trotzdem ist ja nach Berlusconi, ja, ist ja Mario Monti wirklich eine nicht nur eine Lichtgestalt, ich möchte das noch erhöhen, ja. Man muss sich mal vorstellen, ja. Nur ich frage mich, warum diese Europäische Union, die sich immer als eine Wertegemeinschaft versteht, warum hat sie so lange zu Berlusconi oder zu Orban geschwiegen und schweigt? Das heißt, da auch, finde ich, muss die Europäische Union mit den Parteien reden. Frau Merkel muss mit ihrer Schwesterpartei reden und so somit, dass das sich ändert. Und ich glaube, wir werden keine Parteien gründen. Wenn es einen griechischen Monti gibt, wird er dann auf dem Firmament irgendwann emporkommen. Aber das Wichtige ist, dass wir unsere politische Verantwortung nehmen mit unseren brüderlichen und schwesterlichen Parteien. Ich kann euch sagen, mit den griechischen Grünen für uns zu diskutieren, ist es nicht immer leicht. Ja? Es ist nicht immer leicht. Aber das ist unsere politische Aufgabe, dass hier eine andere politische Kultur durch eine Offenheit auch in Griechenland sich entwickeln kann. Herr Simitis, die PASOK hat ja nur noch 15-16% in Umfragen. Es entsteht ein riesiges Vakuum. Es ist schwer, einen Parteimitgründer zu fragen, wer dieses Vakuum füllen soll. Aber man muss die Frage stellen. Ich bin mit Daniel einverstanden, als er sagte,
Man kann nicht von außen her bestimmen, wer was machen wird. Die Dynamik, die kommt von innen. Und die Dynamik, die kann auch nicht nach einem Befehl kommen. Die entwickelt sich langsam, aber die kann sich entwickeln. Und in Griechenland hat es solche Fälle gegeben. 1974 bis 1981 die PASOK, das war die Gründung der Linken. Denn früher war es nur die kommunistische Linke. Und dann hat es auch die sozialdemokratische, sozialistische oder schlicht Linke gegeben. Also, das kann man nicht ausschließen und das kann geschehen in Griechenland. Aber man muss das nicht so sehen, dass das soll von heute auf morgen gehen. Und ein Grund, den ich erwähnen werde, warum das schwierig ist, weil bei dieser Rezession und bei dieser negativen Situation ist es nicht möglich, leicht für eine solche Neubildung einer Partei einzutreten. Denn alle sind dagegen. Keiner wünscht, politisch tätig zu werden. Alle wünschen Ende mit dem Memorandum, Schluss mit der europäischen Befehlen. Wir machen was anderes, das Alte und Bekannte, und das wäre die Katastrophe. Also, Sie bemerken zu Recht, die PASOK hat jetzt in den Gallups um die 14%. Das bedeutet, dass es etwas anderes geben wird, aber das andere, das bildet sich, das kommt von unten. Man kann das nicht so klar sehen. Aber jeder, der will, der kann daran arbeiten, natürlich. Die Nea Demokratica hat auch nur 25. Also damit werden Sie auch keine Mehrheit machen. Nein, es gibt das Vakuum, das Beschriebene. Wir haben jetzt noch ungefähr 45 Minuten Zeit. Und ich möchte jetzt die Publikumsanwälte bitten, doch die Fragen vorzutragen, die sie gesammelt haben, damit wir auch darauf noch eingehen können. Wer trägt das vor? Einer, zwei. Wo sind die Kollegen? Okay, sie kommen. Sie haben wahrscheinlich noch gearbeitet daran. Bitte schon um Verständnis, dass wir nicht alle Fragen aufnehmen konnten, aber wir versuchen möglichst viele. Vielleicht sagen Sie es am Mikrofon, damit es alle hören können und damit es auch übersetzt werden kann. Ich glaube, das Mikrofon vorne ist auch an. Schönen guten Abend, Jassas. Wo muss ich anschauen? In der Mitte, Mikro, wo ist das? Da gibt es keins, aber Sie hören mich jetzt, ja? Yes, ja. Gut, es sind eine ganze Menge Fragen eingegangen und erstmal vielen Dank auch an Sie. Ein großer Block befasst sich natürlich, richtet sich direkt an Herrn Semites auch. Die Frage ist, allgemein erstmal gestellt, wie wurde Griechenland vor 2009 überhaupt vorbereitet auf diese ganze Situation, auf das Memorandum und so weiter? Und konkret auch die Frage, hat sich Griechenland... Ich habe nicht verstanden, wie wurde Griechenland vorbereitet? Richtig, also bevor das Memorandum eingerichtet worden ist, also verhandelt worden ist, wie hat Griechenland... Wie war die Situation da und wie hat es sich innerhalb der europäischen Situation vorbereiten können, um dann dort weiterzugehen? Das heißt zum Beispiel konkret die Frage, ob sich Griechenland mit falschen Zahlen auch den Eintritt in die EU erschlichen hat. Insofern wird auch nach der Verantwortung der Regierung von damals gefragt, zum Memorandum, ob man nicht rechtzeitig hätte warnen können vor den Folgen dieses Memorandums, sprich auch, ob es nicht klar vorhersehbar war, dass es in eine Rezension führen wird, ob das ein Zufall war oder ob man das nicht wirklich schon vorher klar sehen konnte. Und wenn Sie zukünftig gesehen das Memorandum neu verhandeln könnten, ob Sie eine neue Chance sehen und wie Sie es anders machen könnten.
Also, wenn Sie mit dem heutigen Wissensstand noch einmal rangehen würden, wie Sie das Memorandum neu gestalten würden. Dann viele Fragen natürlich richten sich auch an die Ursachen der ganzen Krise in Griechenland. Ein großes Anfragethema ist dabei die Korruption und der Amtsmissbrauch, der immer wieder angesprochen wird, welche spezielle Verantwortung jeder zu tragen hat und natürlich auch die Regierungen und Politiker. Inwiefern ist daraufhin Griechenland heute überhaupt reformierbar, sprich Sektoren wie Verwaltung, Justiz, wie können Sie jetzt eingreifen, um die Krise zu bewältigen, sind Sie überhaupt reformierbar und welche soziale Verantwortung übernimmt der griechische Staat auch gegenüber seinen Bürgern, um die Lasten zu verteilen, Verantwortung eben auch, um Leute zur Rechenschaft zu ziehen, die für die Krise mitverantwortlich sind. Und ein anderer großer Block betrifft dann auch nochmal Fragen Griechenland und die EU. Wie können Probleme des Nord-Süd-Gefälles in Europa besser in den Griff bekommen? Wie kann man sie besser in den Griff bekommen? Und wie kann auch Griechenland selber sich besser einbinden auf Sektoren wie Bildung und anderes? Also wie kann es dort an andere europäische Standards herankommen und sich besser integrieren oder wie kann das auf politischer Ebene auch nochmal neu verhandelt werden? Das waren so die Kernfragen. Okay, das sind zwei große Komplexe. Der eine betrifft Griechenland selber und der andere betrifft die EU und Griechenland. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Komplex Griechenland an, weil wir bei der EU dann sowieso noch ein bisschen ausholen wollen. Ja, also ich will versuchen, kurz, das geht nicht so ganz kurz, zu erklären, warum all diese Behauptung, Griechenland sei Mitglied der Europäischen Union mit falschen Zahlen, nicht stimmt. Griechenland, und das muss man immer wieder sich daran immer wieder erinnern, ist geprüft worden, geprüft, um Mitglied zu werden, aufgrund der Zahlen des Jahres 1999. Griechenland ist Mitglied im Jahre 2001 geworden. 2000 ist die Entscheidung gefallen und am 1. Januar 2001 ist Griechenland Mitglied geworden. Aber die Prüfung der Zahlen erfolgte aufgrund der Zahlen des Jahres 1999. Im Jahre 2004, 5 Jahre danach, wurde eine neue Regierung gewählt, eine konservative Regierung. Und der Minister, der Wirtschaftsminister dieser konservativen Regierung, ungefähr 20 Tage nach der Wahl, sagte, die Zahlen wären falsch gewesen. Also, erste Bemerkung, wie kann er in 20 Tagen wissen, dass die Zahlen falsch waren? Dann hat er ein Papier vorgestellt und der Union geschickt, der Kommission geschickt, und es ging um die Verteidigungsausgaben. Die Verteidigungsausgaben bis damals in der Union wurden nach 2 Prinzipien in den Büchern eingetragen. Einige Länder trugen sie ein, als die Verträge abgeschlossen wurden, das U-Boot zum Beispiel gekauft wurde, andere Länder als die Waffe an das Land geliefert wurde, nach der Lieferung, also nachdem das U-Boot geliefert wurde. Sie verstehen, dass zwischen diesen 2 Daten ein großer Unterschied besteht. Es dauert sehr lange, bis wenn zwischen dem Auftrag und der Abnahme der Lieferung. Meine Regierung trug die Ausgaben beim Zeit der Lieferung ein. Die Konservativen sagten, es sei falsch. Griechenland hätte die Ausgabe am Tag des Vertrages eintragen müssen. Und das gab natürlich einen großen Unterschied. Und das Defizit, das auf ungefähr 2% war, 99, stieg zu 3%. Manche Länder der Union
waren damit nicht einverstanden. Und sie fragten die Kommission, sie bitteten die Kommission, eine Kommission einzusetzen und diese Frage zu entscheiden. Und diese Kommission hat im Jahre 2006 entschieden für alle Länder der Union, dass es nicht auf den Tag des Vertrages, sondern auf den Tag der Abnahme kommt. Also meine Regierung hatte das Richtige gemacht. Die Kommission sagte nun, die Länder, die das anders gemacht haben, mit dem Tag der Lieferung, die könnten rückwirkend ihre Zahlen ändern. Manche Länder der Union haben das gemacht, Griechenland hat es aber nicht gemacht, weil wenn sie es gemacht hätte, die Konservativen hätten nachgewiesen, dass sie gemogelt hätten. Ist das klar? Und nun, nachdem dies geschehen wurde, wurde gesagt, dass Griechenland die Zahlen falsch berechnet hat und so weiter. Ich möchte nur Folgendes sagen. Das Defizit Griechenlands, wie ich sagte, belief sich nach der falschen Revidierung auf 3%. Und nun, ihr alle wisst und habt gehört, dass dass Griechenland der große Schuldige ist. Seine Zahlen lagen über die Grenze. Wenn Sie mal prüfen für die anderen Länder, aufgrund der Eurostat veröffentlichten Zahlen, war das Defizit Frankreichs im Jahr, wo es eintreten sollte, nach den verschiedenen Prüfungen, die nachher folgten, 3,31%. Größer als das Defizit Griechenlands. Das Defizit Portugals 3,38%. Sie tauchten nach den wiederholten Überprüfungen der Daten durch Eurostat auf. Aber nur bei Griechenland wurde von kreativer Buchführung gesagt. Und der Ausdruck kreative Buchführung ist ein Ausdruck, der von der konservativen Opposition benutzt wurde, der Regierung. Aber warum denn das? Aber auch wenn die Zahlen alle ein paar Länder damals gemogelt haben, was inzwischen, sagen wir, die Statistik geschönt haben, was inzwischen bekannt ist, was auch niemand mehr bezweifelt. War Griechenland denn reif für den Euro im Nachhinein? Das war ja eine politische Entscheidung. War Griechenland Ihrer Meinung nach wirklich reif dafür? Das hängt davon ab, wie man beurteilt und welcher der Zweck der Eintritt in der Währungsunion ist. Sie fragen mich, und es gibt viele Leute, die sagen, Griechenland war nicht reif. Es gibt andere, die sagen, in der Tat war es nicht reif, weil es nicht die gleiche, auf dem gleichen Stand wie die Frankreich oder Deutschland oder Italien lag. Aber der Eintritt in der Währungsunion ist, ich habe das in meinem Vortrag vorgesagt, der Eintritt in die Währungsunion ist ein Fortschrittsplan. Es hat einen Sinn, weil man alle Länder mitbringt, damit sie enger zusammenarbeiten. Also man entscheidet nicht, ob 3 oder 3,1 oder 2,9, man entscheidet auch aufgrund einer politischen Vorstellung, wie viele Länder wollen wir. Ich könnte auch fragen, ist die Slowakei reif für die Währungsunion, obwohl sie Mitglied der Währungsunion ist? Ist sie politisch reif? Ich bin gegen diese Frage, weil ich glaube, dass die Slowakei aber mitarbeiten muss. Aber von diesem Standpunkt, ob Griechenland reif war oder nicht, kann man auch für Slowenien fragen, die Slowakei fragen oder Estonien fragen, nicht? Ich glaube, dass Kostas recht hat. Und ich glaube, das ist die Frage, die versucht zu suggerieren, es gibt objektive Maßstäbe für eine Währungsunion. Jetzt erinnern wir uns, warum wir eine Währungsunion haben. Es war nicht eine wirtschaftliche Entscheidung. Die Währungsunion ist beschlossen worden, als der Prozess der deutschen Einheit im Gang war.
hat der französische Staatspräsident aufgrund seiner historischen Verantwortung hat eine Angst gehabt vor der deutschen Einheit. Und der französische Staatspräsident hat dann ausgehandelt mit Helmut Kohl, weil die 4+2 Verträge ja als Garantie macht, dass Frankreich nur Ja sagt zur deutschen Einheit. Der ist ja sogar nach Ostberlin gefahren, um rauszukriegen, ob es nicht zwei demokratische deutsche Staaten gibt. Ja? Dass nur dann, wenn es eine Vertiefung der Europäischen Union gibt. Und die Vertiefung war dann die gemeinsame Währung. Und 1973, 1974, Wernerplan. Es sind viele Versuche gemacht worden, das wirtschaftlich zu begründen. Und damals der Bundeskanzler Schmidt, nachdem man den Währungs... Die Währungsschlange, ja genau. Die Währung, le Serpent, da fällt es mir auf Deutsch nicht ein. Die Währungsschlange, da hat man gesagt, kann man. Da hat ein hoher deutscher Beamter, Werner, hat er versucht, ja, das darzustellen und hat gesagt, das kann man nicht wirtschaftlich darstellen. Deswegen ist die Frage, war Griechenland, können Sie fragen, war Frankreich reif für die Währungsunion? Bei der damaligen wirtschaftlichen Stand, nein. Aber Deutschland und Frankreich waren politisch reif für die Währungsunion. Und da hat er recht, es ist ein Plan. Aber man hat nur einen Teil des Planes vollzogen. Man hat gesagt, mit der Währungsunion kommen wir zu einer politischen Union. Und das ist nicht gemacht worden. Und das ist das Problem, dass wir dann die Notwendigkeit, dass wir jetzt nicht mehr diskutieren können, zum Beispiel ist angeklärt, die makroökonomische Ungleichgewichte. Mit makroökonomische Ungleichgewicht ist, je mehr ich exportiere und 70% der Waren, die Deutschland exportiert, gehen in den europäischen Staat. Das heißt, je mehr sie nämlich in den europäischen Staaten gehen, dann entsteht ein Ungleichgewicht. Und um dieses Ungleichgewicht zu zahlen, muss man dann Schulden machen. Das heißt, natürlich profitiert Deutschland von diesem Ungleichgewicht. Das ist die Fähigkeit der deutschen Wirtschaft. Ich will ja gar nicht sagen, dass die mogeln. Aber das heißt, wir müssen eine politische Antwort geben, um eine ökonomische zu finden. Und deswegen finde ich, dass in der Zeit natürlich war Griechenland reif für die Wirtschaftsunion, für die gemeinsame Währungsunion, aber wir waren alle nicht politisch reif. Wir waren alle nicht politisch reif, einschließlich dann auch Griechenland war nicht politisch reif. Aber das nur auf Griechenland abzuwälzen, halte ich für falsch. Dass wir sagen, wir haben die Dimensionen einer Währungsunion, die politischen Folgen, um das ökonomisch in den Griff zu kriegen und wirtschaftlich, das hat man unterschätzt. Und jetzt nochmal zu den 3%, das regt mich auch auf. Das wird jetzt wirklich ein Nobelpreis. Ja, 3%, wissen Sie, wie die 3% zustande kommen? Als die bei Maastricht diskutiert haben in der Nacht, gab es einige, die gesagt haben 2% Schulden. Andere haben gesagt 4%. Und dann hat am Ende Weigel gesagt, 3% sind wir weit von den Schuldenstanden, die wir jetzt haben. Was stimmte? 3% schien unmöglich Schulden damals. Und da hat man 3% genommen. Es war keine wissenschaftliche definierte Größe, sondern man hat eingeschätzt, was diese Gesellschaft machen können. Jetzt müssen wir, ich bin ja dafür, dass man wirklich Schulden reduziert und dass man sich solche Ziele setzt. Aber da muss man miteinander diskutieren, welche sind die politischen Maßnahmen, die wir brauchen, um in der Lage zu sein, diese Wirtschaftsziele auch einzuhalten. Und deswegen finde ich, man darf diese Schuld nicht allein die politische Unfähigkeit auf Griechenland abwälzen. Vielen Dank. Es gibt ein schönes Zitat von Helmut Schmidt dazu, das heißt, denn alle unsere Überschüsse sind in Wirklichkeit die Defizite der anderen. Ja, genau. Ja. Das bringt es vielleicht auf einen Satz. Helmut Schmidt sagt im Moment, das ist Gottes Aussage. Alle sind plötzlich klüger, als sie jemals waren. Ich würde gerne zu diesem Punkt, was die Europäische Union machen kann und zur Verantwortung in Griechenland noch kommen. Ich sehe jetzt, dass sich eine Gruppe meldet. Ich glaube, es war ausgemacht, dass aus dieser Gruppe einer was sagen darf. Ein kurzes Statement, das war so ausgemacht. Wenn Sie müssen dann wahrscheinlich auch hier vorne hinkommen, weil wir kein anderes Mikrofon haben. Sonst verstehen wir Sie nicht. Und sagen Sie einen Satz, wer Sie sind vielleicht. Guten Abend, hört man mich?
Okay. Also ich bin... Das Mikro. Nochmal. Ich bin Mitglied der griechischen Berliner Gruppe Real Democracy Now. Und ich möchte eine kurze Intervention im Namen der Gruppe machen. Es ist hochproblematisch, diesen Politiker, Herrn Kostas Simitis, hier einzuladen, um uns zu zeigen, wohin Griechenland gehen soll. Er hat eine lange Vergangenheit in der griechischen politischen Landschaft und ist mitverantwortlich für die heutige Situation. Während seiner Regierungszeit hat die Korruption ein neues, erweitertes und endloses Niveau erreicht. Sein engster Mitarbeiter, Herr Tsoukatos und der Minister Mandelis, haben zugegeben, Geld von Siemens angenommen zu haben. Selbst die deutsche Justiz, Münchner Gericht, lässt seinen Verteidigungsminister als Empfänger von Ferrostals Schmiergeld erkennen. Er hat sich mit dem starken Griechenland identifiziert. Für dieses starke Griechenland hat sich die Bevölkerung geopfert. Dieselbe Bevölkerung ist heute gezwungen, für den Zusammenbruch dieser Vision zu bezahlen. Kostas Simitis ist der Mann, der sich mit dem Beitritt Griechenlands zur Eurozone identifiziert, und zwar dieselbe Eurozone, die Eurozone der Krise, die er heute hier so stark kritisiert. Herr Simitis muss endlich seine Verantwortung übernehmen und aus der politischen Szene verschwinden. Vielen Dank auch für diese Intervention. Herr Simitis, was sagen Sie? Kein Kommentar. Kein Kommentar, okay. Ja, natürlich. Die einzige Frage, die ich nicht ganz verstanden habe hier, ist, Sie sagen, die Eurozone ist schuld. Das heißt, Ihr Vorschlag ist, Griechenland sollte aus der Eurozone aussteigen. Das habe ich nicht ganz verstanden. Das möchte ich gern wissen. Dann rechne ich Ihnen mal vor, was das für das griechische Volk bedeuten wird. Ja, komm, sagen Sie es mal dem Mikrofon, weil die Leute hören sich. Oder Sie können mein Mikrofon haben, das ist nicht das Problem. Ja. Ich glaube, ich habe es verstanden. Ich wiederhole es nochmal. Sie haben gesagt, entweder muss ich die Eurozone verändern, menschenzentrierter statt bankenzentrierter. Und das war das, was die Kollegin gesagt hat. Ich habe es verstanden so. Oder Griechenland muss aus der Eurozone austreten. Wir wollten diesen Punkt sowieso diskutieren. Was heißt das für Griechenland? Es ist ja nicht sicher, dass Griechenland in der Eurozone bleiben kann. Jedenfalls wird das im Moment ja diskutiert. Der Schuldenschnitt, der im Moment in Griechenland verhandelt wird, ist dafür essentiell, ob Griechenland irgendwann seine Schulden zurückzahlen kann oder ob Griechenland in der Eurozone bleibt. Ich würde gerne meine beiden Gesprächspartner fragen, was das bedeuten würde, was Ihrer Meinung nach das bedeuten wird. Es gibt ja die Theorie, wenn Griechenland zur Drachme zurückkehren muss, das wird die größte Einkommensumverteilung in Griechenland, die es je gegeben hat. Was sagen Sie dazu? Ich möchte wissen, in welche Richtung. Einkommensumverteilung gibt es... Die so noch Euros haben, die wären noch reicher, und die keine mehr haben, im Ausland zum Beispiel, die sind ärmer. Ich finde diese aus dem Euro austreten Folgendes. Die griechischen Schulden sind in Euro. Wenn, wie auch immer, die privaten, wie auch die staatlichen. Wenn sie morgen aus dem Euro austreten, dann bleiben diese Schulden im Euro. Aber ihr Drachmen ist, naja, wenn sie Glück haben, ein Drittel wert. Ja gut, sage ich mal die Hälfte. Da verdoppeln sich ihre Schulden, sowohl privat als auch die öffentlichen. Das ist das Problem. Ich glaube, ich bin einverstanden, wenn Sie sagen, Europäische Union soll humaner werden. Das finde ich richtig. Und deswegen, ich glaube, wir haben heute ganz viel argumentiert, was falsch gemacht wird und wie im Grunde genommen, aber das gilt nicht nur für Griechenland, sondern generell, ja, ist ja die Situation, die wirtschaftliche Situation in Europa so, dass trotz der Krisen
Banken und so weiter am meisten von diesen Krisen profitiert haben. Deswegen dieser Angriff auf die politische Führung, auf die wirtschaftliche Führung der Europäischen Union und der Regierung ist richtig. Ist absolut richtig. Die Frage ist jetzt, wie setzen wir durch, dass wir zu einem humaneren, demokratischen Europa kommen. Und das ist die Auseinandersetzung. Und da sage ich, die Schwierigkeit liegt daran, dass es sehr lange dauern wird. Weil es ein absolut historischer Prozess, das wir nicht kennen. Diese Europäische Union ist etwas, was es noch nie in der Geschichte da gegeben hat. Ich glaube nur nicht, dass ein Zurück zum Drachme Griechenland humaner werden würde. Das ist mein Problem. Ich hätte, wenn man das nachweisen kann, dann werden die Eliten, die jetzt in Griechenland herrschen, weiter herrschen. Und die werden unter der Krise, die sich verschärfen wird, nicht so leiden wie die Mehrheit des Volkes. Das heißt, ein Raus aus der Europäischen Union. Wenn die Europäische Union mit den Hilfen die Europäische Union geben kann, nicht nur was die Schulden betrifft, sondern Investitionen, wenn das raus wäre, das wäre ein, ich würde nicht sagen nur eine Umverteilung, das wäre eine Zementierung der Herrschaft derjenigen, die Griechenland in dieser Krise geführt haben. Das ist meine These und das möchte ich gerne mit euch diskutieren. Herr Semitis, was wäre Griechenland ohne den Euro? Ich bin mit Daniel ganz einverstanden und ich bin mit Daniel einverstanden und ich würde sagen, weil er den Ausdruck inhuman gebraucht hat, dass das ein inhumanes Vorgehen sein wird. Diejenigen, die behaupten, dass sich nichts viel ändern wird oder es wird zum Besseren gehen, die verstehen überhaupt nichts, was los sein wird. Sie verstehen nicht, dass es eine Katastrophe geben wird. Nehmen wir erst die Abwertung. Damit Griechenland zur Drachme geht, muss die Drachme abgewertet werden. Als Griechenland in der Europäischen Union eintritt, vereinbarte man, dass 1 Euro 340 Drachmen kosten wird. Nach der Krise kann die Drachme nicht den gleichen Wert, 1 Euro wird nicht 340 Drachmen kosten, sondern 1 Euro wird mindestens 1000 Drachmen kosten. Also, wenn man zur Drachme geht, wird man 1000 Drachmen benötigen, um 1 Euro zu kaufen. Griechenland führt mindestens 80%, 70% von dem, was sie gebraucht, ein. Das bedeutet, dass alles, was eingeführt, 3- oder 4-mal teurer sein wird. Denn die erste Abwertung wird nicht die letzte sein. Wissenschaftler rechnen, dass der Wert der Euro zu Drachme wahrscheinlich bis zu 1500 gehen wird. Also, jemand, der ein Gehalt hat, sagen wir, von 1000 Euro heute, der wird dann Geld benötigen, das Drachmen benötigen, die 3000 Euro entsprechen. Nein, entschuldigen Sie. Jemand, der 1000 Euro heute als Gehalt hat, der wird nicht mehr das kaufen können, was er kaufen konnte, aber er würde 3000 Euro benötigen, um das Gleiche zu kaufen. Das wird eine unmögliche Situation sein. Wahnsinn, warten Sie mal. Das hinsichtlich, sagen wir, der Berechnungen. Aber Sie sollen nicht vergessen, dass Griechenland jetzt mit dem ganzen Eurozone ein Geflecht ausmacht. Dass es praktisch nicht möglich ist, wirklich die griechische Wirtschaft von der Eurozone-Wirtschaft zu teilen. Denn alle Konten werden in Euro geführt,
Viele Geschäfte werden in Euro geführt. Das Euro ist im Land das, die Währung. Und daher sind alles in Euro geschehen. Früher war es sehr leicht, die Drachme abzuwerten, weil die Drachme blieb die Drachme. Aber jetzt muss alles, was in Drachmen ist, Euro werden. Das geht praktisch nicht. Alle Konten der Bank müssen geändert werden. Alle Verträge müssen geändert werden. Alles muss neu berechnet werden. Das dauert nicht nur zwei Tage, ein Samstag und ein Sonntag. Das dauert Monate. Und während diesen Monaten wird die Wirtschaft nicht arbeiten können. Wie kann der Staat Gehälter zahlen? Erst wird Wochen benutzen, um die neue Drachme zu drücken. Ich bringe ein kleines Beispiel. Wenn, denken Sie sich, der Staat kann nicht am Freitag sagen, der Staat kann nicht am 1. des Monats sagen, am 31. werde ich die Drachme einführen, denn sofort werden alle Drachmen nach dem Ausland gehen. Also der Staat muss am Freitag sagen, dass es am Samstag die Drachme gibt. Aber er wird dann zwei Monate brauchen, um die Drachme zu drücken und zu verteilen. Und was wird es in zwei Monaten geben? Papiere wird man unterschreiben, wie in Argentinien. Ich schulde dir so, so und so viel und man wird privates Geld haben. Und wer wird aus diesem Geschäft gewinnen? Wie gesagt wurde, alle, die Euros haben. Alle, die Euros werden reich werden. Alle, die ihr Geld nach Deutschland oder Spanien oder Italien geschickt haben, werden dreimal so reich werden. Und wer jetzt in Griechenland versucht, die Drachme zurückzubringen? Die Populisten, diejenigen, die Geld verloren haben. Es gibt eine Partei der Unternehmer, die in Konkurs geraten sind und die alle wollen die Drachmen. Denn mit der Drachme werden sie ihre Schulden gleich bezahlen, weil sie die Euro im Ausland haben. Das ist die Wahrheit. Also das ist eine Propaganda, die von jenigen gemacht wird. Einige verstehen nichts. Aber eine Propaganda, die von jenigen gemacht wird, die in der Wirtschaft völlig am Rande stehen, weil sie die schlechtesten Unternehmer waren. Diejenigen, die immer mit Betrug gearbeitet haben. Diejenigen, die wegen der Korruption, die in der Korruption sitzen. Und ich will Ihnen auch etwas anderes sagen und damit schließen. Ich habe persönlich dieses Problem mit Leuten besprochen, die sich in der Europäischen Unions Gesetzgebung geben. Sie sagen, es sei nicht möglich, die Drachme einzuführen, ohne dass Griechenland die Union verlässt. Welcher ist der Grundsatz der Union? Die Freiheit des Kapitalverkehrs, nicht ein Grundsatz der Union. Was ist der Grundsatz der Union? Also die Freiheit, von einem Land zum anderen zu reisen und in einem anderen Land die Arbeit zu finden. Wenn jetzt für zwei Monate, drei Monate, vier Monate all dies nicht funktioniert, denken Sie sich, jetzt haben Sie Sie waren vorsichtig und Sie hatten 3.000 Sie hatten 10.000 Euro von der Bank zu Hause genommen. Und nachdem die Drachme kommt, sagen Sie, jetzt habe ich 10.000 Euro mit den Abwertungen, habe ich 40 mal 40.000 Wert in, viermal so viel Wert in griechischen Drachmen, kann kaufen, was ich will und so weiter. Aber wir in Griechenland haben die Wirtschaft, die Geldwirtschaft, die kontrolliert im Krieg und nach dem Krieg bis im Jahre 1960, 70 erlebt. Es war nicht erlaubt, eine fremde Währung zu besitzen. Wer eine fremde Währung hatte
wurde ins Gefängnis geführt. Er musste erklären, warum er die fremde Währung hatte. Was wird man mit den Millionen Griechen tun, die Euros in der Tasche haben? Wird man die alle verfolgen? Wird man in allen Häusern gehen und nachsuchen, ob die Euros haben oder nicht? Das sind doch verrückte Sachen. Oder wenn Sie nach dem Ausland fahren, wird man fragen, haben Sie Euros, und die aus der Tasche wegnehmen. Und wenn Sie vom Ausland hereinkommen, wird man sagen, Sie müssen alle Euros, wie es in Argentinien war mit den Dollars, Sie müssen alle Euros niederlegen und dafür neue Drachmen nehmen. Das geht alles nicht. Das ist ein verrückter Zustand. Also, wer glaubt, dass er sowas machen kann, der will natürlich, dass Griechenland, sagen wir, untergeht. Ey, wir sind dagegen. Wir wollen das nicht. Ja, ich möchte dazu, also ich glaube einfach die Sache mit dem Zurück zum Drachen oder zu Lira, also ich habe immer nur ein Bild im Kopf. Wissen Sie, wenn man Rührei gemacht hat, kriegt man die einzelnen Eier nicht mehr zurück. Das können Sie probieren, geht nicht. Ja? Jetzt will ich aber Sie haben eine andere Frage gestellt. Und die finde ich spannend. Und die will ich nicht personifizieren, Sie sagen Sie Mitis oder so, sondern klar, sagen Sie, die politische Führung Griechenland ist auch verantwortlich, also die unterschiedlichen Parteien, für das, was geschehen ist. Ich finde, das ist eine legitime Sache. Aber dazu will ich noch was sagen. Welchen Anteil hat auch das griechische Volk? Weil ich war in Griechenland in einer historischen Situation, wo ich wirklich Angst hatte. Ich war, das weiß jeder, für die Intervention, eine Intervention in Bosnien. 80% des griechischen Volkes war auf Seiten der orthodoxen Kirche und der Serben. Und ich finde, so Dinge muss auch das griechische Volk diskutieren. Das heißt, die moralische Verantwortung. Zu was stehen wir moralisch, müssen Politiker diskutieren, aber muss das Volk ausdiskutieren. Das haben wir diesem deutschen Volk lang genug erzählt. Die Nazis waren nicht nur die Bösen, ja, die Nazis waren nur die anderen und das ganze deutsche Volk ist von den Hunnen überfallen worden. Die Hunnen hießen die Nazis und hat damit nichts zu tun gehabt. Und ich finde, diese Realdemokratie kann ich absolut nachvollziehen, aber dann will ich auch mal über die Verantwortung der überwiegenden Mehrheit des griechischen Volkes auch offen, ohne Aggressivität, auch mal diskutieren wollen. Das ist sicher auch eine Diskussion über Generationen hinweg und ich finde wichtig, dass sie stattfindet, taucht. Ja, einmal noch und dann kommen wir zum Ende. Wir haben nämlich nur noch 5 Minuten. In Europa werden Regime durch oder Regierungen durch Wahlen abgeschafft. Abgeschafft und es werden ja demnächst Wahlen in Griechenland stattfinden. Ich finde nur eine Sache, Sie haben recht. Und ich fand, das, was Papandreou vorgeschlagen hat mit dem Referendum, war eine Möglichkeit, eine demokratische Aussage über das zu führen. Und ich fand es unerträglich, dass Deutschland und Frankreich einfach gesagt, das darfst du nicht machen.
Man kann darüber diskutieren, man kann darüber diskutieren. Aber ja, ich finde in dieser Frage, und ich habe wirklich jetzt in Griechenland, die Frage ist ja, das Problem, was hier steht und was sie dargestellt hat, ist richtig. Und die Massendemonstration. Dass die Regierung, welche auch ist und welche jetzt neu gewählt wird, ja, von mir aus, ich weiß nicht, wer die Mehrheit haben wird, aber die wird trotzdem das Problem der Krise haben. Und es gibt keine Lösung zu dieser Krise, die nicht schmerzlich sein wird. Sie kann mehr oder weniger gerecht sein. Und die ist vielleicht nicht gerecht jetzt, aber es ist nicht keine, die nicht schmerzlich ist. Und wenn Papandreou sagt, wollen wir, und die Frage war, wollen wir im Euro bleiben und damit sehen, wie wir das machen, dann, und er hätte dieses gewonnen, weil Simitis in einem Punkt jetzt auch recht hat, raus aus dem Euro ist raus aus Europa. 80% der Griechen wollen nicht aus Europa. Sie träumen und sie haben das Recht, viele, dass es anders geht beim Meistern der Krise. Und deswegen fand ich das von Papandreou mutig zu sagen, okay, dann muss das Volk mit mir die Verantwortung tragen oder nicht. Und ich finde, das wäre eine saubere, weil eine politische Wahl unter den korrupten politischen Parteien, und da gibt es keine, auch die Linksradikalen, die anders sehen. Der Chef der kommunistischen Partei hat einer der größten Druckereiunternehmen und so weiter. Wir können jetzt mal anfangen, jetzt über die sauberen auf links und rechts und so weiter. Da können wir über Griechenland reden. Das fand ich auch keine Lösung. Referendum auch um den Preis, dass es möglicherweise um einen Austritt aus der EU gegangen wird? Das will ich Ihnen sagen. Das habe ich lange überlegt und ich weiß, dass diese Frage schwierig ist. Aber in einer solchen Krise kann keine Regierung richtig handeln, wenn sie nicht das Vertrauen des Volkes hat. Und irgendwann müssen die Völker ihre Verantwortung nehmen für das, was sie machen. Denn es ist zu einfach zu sagen, die Regierenden, aber sonst nicht. Entweder sagt man, wir wollen nicht diese Lösung, wir wollen nicht im Euro, dann wird das Volk die Verantwortung tragen für das, was Simitis gesagt hat. Aber sonst wird es niemand schaffen. Sonst wird man in dem Geflecht, aber anders, dieser korruptiven Partei immer vielleicht untergehen. Es ist vielleicht schwierig, ich kann mir nicht vorstellen, aber ich glaube, er hätte sie gewonnen. Und wenn dieses Referendum gewonnen worden wäre, weil es ist eine Sache, 100, 200.000 Leute auf die Straße zu kriegen, es ist eine andere Sache, daraus eine Wahl zu gewinnen. Das wissen wir. Wir haben manchmal sehr volle Säle gehabt und trotzdem haben wir wenig Stimmen gehabt. Also ich will sagen, das ist alles noch nicht ausgekommen. Ich wäre für das Referendum. Ich habe es auch öffentlich vertreten für das Referendum, denn Ihr Anspruch, dass das Volk mitentscheiden soll, da ist was dran. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage aus dem Volk, das sich heute Abend hier versammelt hat. Die geht an beide. Herr Simitis, wenn Sie nochmal Ministerpräsident wären in Griechenland heute, was wären Ihre ersten 5 Maßnahmen? Das ist eine Frage aus dem Publikum. Sagen wir mal die ersten 3 Maßnahmen. Kann ich aber ganz schnell sagen. Mikro. Da kann ich aber ganz schnell sagen, ich würde nicht Ministerpräsident werden. Ich war für 8 Jahre und ich bin zurückgetreten, weil ich war der Auffassung, dass 8 Jahre sind genug, dass neue Leute das Land führen würden und ich würde es jetzt nicht machen, sicher nicht machen. Und Dani Cohn-Bendit, Sie wären für einen Tag der mächtigste Mann in Europa. Was wird? Ich brauche nicht der mächtigste Mann zu sein. In Europa kann man heute einen Schuldentilgungsfonds einführen. Man kann Europa durch Eurobonds einfach die Schuldenlast dieser Länder so reduzieren. Drittens können wir mit der Europäischen Investitionsbank ein Investitionsprogramm für Europa so definieren, dass die Menschen in Griechenland oder in Spanien und so weiter eine Zukunft haben und damit es mehr Gerechtigkeit, und das klingt blöd, damit es mehr Gerechtigkeit in Europa ist, muss es auch mehr Gerechtigkeit in Deutschland geben und deswegen wäre ich für, um diesen makroökonomischen Ungleichgewicht in Griff zu kriegen, muss man hier auch zum Beispiel sowas wie Mindestlöhne einführen, denn nur so wird dann die Möglichkeit werden, in Europa das an das zu machen. Also wie Sie sehen, es gibt ganz einfache Vorschläge. Man muss nicht mächtig sein, man muss nur
Europa im Kopf haben und nicht einfach nur die eigene politische Ideologie im Kopf. Ich glaube, dass diese Bundesregierung im Moment sehr ideologisch ist und nicht Europa für Europa offen ist. Und das ist eine der großen Schwierigkeiten. Also, wenn man mächtig sein will in Europa, muss man die Macht nicht Deutschland, sondern dieser Bundesregierung in Europa zurückdrängen. Ja. Hätte ich vielleicht sagen sollen, wenn Sie die mächtigste Frau in Europa werden. Dazu das letzte Bild. Daniel Cohn-Bendit wird gefragt, trägt Angela Merkels Regierung die Nase zu hoch, und er fasst sich an die eigene Nase. Damit möchte ich schließen. Ein Satz, bitte. Ja, denn schließlich kann man eine Auffassung haben, auch wenn man nicht Premier ist. Natürlich, gerne. Ja. Also wie ich in meiner Einführung erwähnt habe, und ich glaube, es ist nötig, dass es mehr Zusammenarbeit, Koordination auf europäischer Ebene gibt, damit es eine wirkliche Wirtschaftsführung gibt, die die Unterschiede zwischen Norden und Süden langsam überbrückt. Das hat auch Daniel gesagt. Und damit man die Unterschiede überbrückt, erinnere ich, dass Delors, als er Präsident der Europäischen Kommission war, hatte vorgeschlagen, dass es ein großes Investitionsprogramm gibt, Investitionsprogramm, das die Verbindungen, die Elektrizität, die Verkehrsverbindungen betrifft und natürlich auch die Energien, die Solar-, die Windenergien, so dass man im Süden mehr Geld investiert und auch der Süden einen größeren Anteil an der Entwicklung hat. Und ich glaube, das bleibt immer sehr aktuell. Und das müsste man auf europäischer Ebene versuchen. Und was Griechenland und Europa betrifft, glaube ich, dass man dafür sorgen sollte, zum Beispiel jetzt Griechenland zu helfen, bei der Zahlung der Zinsen, nicht? Mit einem Programm. Einem Programm, das streng ist, aber sicher dem Land hilft, zu überleben und auch seine Entwicklung und ein höheres Einkommen. Ich danke Ihnen für alle für Ihre Geduld. Ich danke den Teilnehmern auf dem Podium. Sie haben morgen noch Gelegenheit, weiter zu diskutieren. Es gibt sehr interessante Veranstaltungen. Jetzt aber erst gibt es ein bisschen Entspannung mit einem kleinen Empfang. Schönen guten Abend. Applaus